meine sehr werten Österreicherinnen und Österreicher, es ist wieder soweit. Der flauschige Hund aus Österreich ist wieder da und wird jetzt mit Ihnen zusammen mit mir, Ihrem Bundeskanzler, ein bisschen auf Geisterjagd gehen. Wir freuen uns, wir wissen, die Corona-Ampel ist derzeit auf Rot, aber wir werden jetzt Buchstaben. Hier ist der Hund. Vielen Dank an Sebastian Kurz für diesen wunderschönen Einspieler und willkommen zurück zu einem neuen, ich wollte schon fast sagen, Real Life on the Livestream. Nee, ich heute mit Brille. Ich dachte mir so, ich sehe heute vielleicht ein bisschen schlauer aus als sonst. Ich freue mich auf jeden Fall, wer heute auch mit dabei ist, der kann auch gerne schon wieder ein Like da lassen. Natürlich auch komplett kostenlos ein Abo da lassen. Daher Kurz ist natürlich auch mit Teil ein Abonnent auf diesem Kanal. Und heute natürlich mit einem ganz besonderen Gast auch noch, die Schandl. Hallo. Ich bin auch dabei. Ja, und wir gehen heute auf Geisterjagd und ich freue mich einfach drauf und wir werden heute einfach ein bisschen chillig streamen, schätze ich mal. Ja, ganz entspannt. Einfach einen auf gechillt machen. Und heute wird chilliger Stream wieder ein bisschen. Ja, ich setze alles auf Profi. Ich finde das aber schön. Ja. Was hast du gesagt? Nix. Ich habe nämlich ein bisschen Angst davor. Ihr wisst Bescheid, das habe ich mir eine Brille aufgesetzt. Profi. Ich habe ein bisschen Angst. Das Short hier am Anfang. Was soll die Brille? Ich habe mir gedacht, das lässt mich heute ein bisschen schlauer wirken. Und vor allem, dass meine Geisterbrille, dann sehe ich vielleicht die Geister ein bisschen besser. Officer Hartmann 1:7, danke für eine Rune. Kuba haut 1:7 raus, aktiv was dabei. Was ist mit dem Ton? Auf einen guten Stream. Und Mina Gerst, guten Abend, Xion. Ich bin heute mal pünktlich. Ja, ich bin heute mal wieder ganz unpünktlich, wie immer. Und immer. Blue Light Spotter 1:2 hat vor 5 Minuten schon donated. Und der Yannick ist auch spät, ich kann nichts dafür. Es ist immer da kurz. Was ist denn? Nix. Start mal durch, du. Ja, ich bin schon bereit. Kannst schon starten. Ja, ich bin auch bereit. Ach, du bist schon bereit. Ich muss ja bereit drücken. Ah, der kommt. Auf geht's. Lova, danke schön für 1 Euro. Vielen Dank. Wieder Ton. Passt der Ton? Ist alles okay mit dem Ton? Du. Der Ton von Xion ist gut. Lass mal eine Brille auf, sieht immer schlauer aus. Wenn schon im Thumbnail ist, dann mach mal das. Das ist mir egal. Bitte, was ist dir egal? Scheißegal! Okay, ist dir alles scheißegal? Mein PC dreht durch. Magst du reden mit dem Geist oder soll ich mit dem Geist reden? Ich soll reden mit dem? Na, ob du möchtest oder ob ich soll. Mit der Geisterbox. Mit der Geisterbox. Das überlasse ich dir, meine Liebe. Okay. Dann schau ich mal hier, was es gibt. Entdecken Sie, um welche Art von Geist es sich handelt. Chian. Ziel 2. Dankeschön für 5 Euro. Mir geht's gut. Danke dir. Übernatürliche Ereignisse mit einem EMF-Reader. EMF-Reader nehme ich mit, by the way. Auf dir geht's auch gut. Ja, passt. Dann machen wir das so. Oh, unter 25. Dann erreichen Sie den durchschnittlichen Geisteszustand. Die Nancy. Von, ach, bin schon bereit. Die Nancy. Lassen Sie einen Geist durch Salz wandern. Also salzen mich mit. Ne, wir müssen ja mal den Raum finden. Hier ist es. Ja, warte mal. Taschenlampe brauche ich noch und Fingerabdrücke vielleicht auch. Du darfst nur 3 Sachen mitnehmen. Deswegen sage ich Salz. Ja, ich merke Scheiß auf das Salz. Ich nehme das Ding mit. Wir spielen Beta, ja. Perfekt. Erzieht hier. Lassen Sie den Geist durch. Achso, das habe ich schon vorgelesen. Der Geist Nancy Thompson. Die Nancy. Warum heißt die Geister immer alle Thompson? Okay, das hätte ich nicht. Warte mal nur ganz kurz. Mhm. Mal nachher. So, warte. Ja, das wollte ich nur ganz kurz machen, warte. Mhm. Und? Okay, jetzt bin ich fertig. Ich muss immer schon meine Übungen machen. So! Yes, sie nochmal. Nancy Thompson. Psst. Oh, die dicke Nancy, wo ist sie denn? So, wir müssen Strom einschalten. Die dicke Nancy, wo ist sie denn? Oh, der Strom ist aus, wir müssen Strom anmachen. Ich mach mal die Sicherheit. Frau Thompson, wir sind hier, weil wir Ihnen Schokoriegel verkaufen wollen. Mann, unter ich will nicht drunter. Wir haben gehört, sie sind stark übergewichtig. Wie ist sie denn? Was soll denn das? Ja, ich mob sie. Strom ist an! Strom ist an. Ah, ich habe was gefunden. Da ist ein Abdruck. Da ist ein Abdruck. Abdruck, meine Damen und Herren. Muss ein Foto machen davon.
Yes, ey, wir sind gut. Wir sind gut, die Frau Thompson ist ends mit. Frau Thompson, Sie haben einen wunderschönen Geschmack für Männer. Das kann ich Ihnen nur lassen. Oh, den Pool haben die da draußen. Warum kann man da nicht rausgehen, oder? Ich folge in den Pool reinspringen. Ist ein wunderschöner Tag zum Spielen. Nancy Thompson. Pacella, danke schön für 22 Euro. Und eine kleine Spende für was Süßes. Ich habe heute eh schon Kinder-Joy gehabt. Ich wünsche deinem Vater alles Gute. Tiramisu mag ich nicht so gern. Tiramisu ist nicht so. Ist nicht so meins, Tiramisu. Ich bin eher so der Schoko über Schoko, Schokotyp. Achso. Oh, 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 oh. Wir haben Wert von 2. Ah! Ja, hallo? Ui. Speck Apparillo? Achso. Ja, hallo, da ist der Richard. Ich hätte bitte gerne eine Pizza Amalgam mit ein bisschen Ananas. Wäre das Wir haben Gefriertemperaturen. Oh, ich muss auflegen. Ich rufe noch mal morgen an. Ja, wir haben dann ein kleines Problem. Tschüssi. Wir hatten gerade Gefriertemperaturen. Schau, wir haben... Schau, siehst du das? Was haben wir? Oh ja, ich sehe es, ich sehe es. Gefriertemperaturen. Gut, wir haben okay, das war aber schon lange nicht mehr, dass wir Gefriertemperaturen haben. Das stimmt. Gut, oder? Das können wir schon mal eingeben. Frau Thompson, ich bin nur hier, weil ich in die Schokolade Fingerabdrücke haben wir. Alles gut? Die Frage ist, wann zeigt denn der... Wo kommt denn die her? Ist die Pizza da drin oder so? Alter, ich bin gerade erschrocken, die Alte. Alter. Tschüss. Tschüss. Hä, warum gehst du? Hallo, wart auf mich. Ist einfach. So, also ich habe einen Ausschlag auf 2. Also ich habe keinen Ausschlag. Ich meine, der Ausschläger ging auf 2. Und die Frau Thompson war anscheinend Endsmith. Okay. Nimmst du das Buch mit? Ja, warte mal. Lassen Sie den Geist durch Salz wandern. Und EMF wieder geht ihn schon an. Das ist auf Stufe 2, aber der hat sonst nichts gemacht. Dann nehme ich das Salz mit und das Buch. Hast du was mitnehmen? Mhm. Ich bin ready. Du, in welcher Schandel? Hallo? Hallo, hörst du mich? In welcher Region ist sie denn gewesen, die Alte? Dort, wo das Telefon klingelt hat. Ich höre dich nicht. Dort, wo das Telefon klingelt hat. Hör auf, Halter zu sagen, wenn ich rede. Hallo? Der Strom ist aus, by the way. Ja, magst du kurz mal da reingehen? Geh mal da rein, bitte. Warum soll ich da reingehen? Okay. Wo bist du? Soll ich da? Bist du hier? Mhm. Okay, wir haben's. Darf ich das jetzt hier auslegen, bitte? Ja. Wie lege ich das nochmal aus? Mit welcher Taste? Mit R. Ja. R, wie Rudolf. Da habe ich einen Knochen gefunden. Ja. So, nehmen wir auch gleich mit. Hallo? 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 So, das Knochen. Buch auch noch. Warte mal. So. Ich kriege einen Knochen nicht hoch. Ich bin fertig. Oh, da ist ein Knochen. Habe ich schon. Ja, Buch brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir ja schon. Egal. Du redest durch das Funkgerät, kann das sein? Nein, tue ich nicht. Ist das wegen der Gefriertemperatur hier drin? Ich höre dich so ganz stumpf nur. Echt? Oder habe ich irgendwas am Ohr? Vielleicht hast du es am Ohr. Das ist ganz stumpf bei dir gerade. Aha. Okay. So eine blöde Kuh. Mein Mund heute los. Was machen wir falsch? Guck dir das an, was das reicht mir aber. Nennt ihr es in Österreich Pommdöner, Dönerbox oder Dürr? Kebab? Merkt ihr, dass mein Mund irgendwie... Heute, schau mal, wenn ich so hochschau. Kein Plan. Was ist heute mit meiner Facecam los oder so? So geht's. Ja. Was habe ich heute gemacht? Guck dir das an, wie mein Mund heute die ganze Zeit... Zeig dich! Ich glaube, ich bin epileptisch oder sowas. Oh nee, bitte nicht. Zeig dich! Gib uns ein Zeichen. Nancy Thompson. Nancy Thompson. Ich mach das Mikrofon weiter weg. Vielleicht ist es das. Nancy Thompson. Ne. Ah, jetzt ist weg. Hallo? Frau Thompson, wie große Sie Krabbe? Die Toilette putzen wollten. Ich glaube, da hinten steht Nancy der. Thompson. Oder? Nancy Thompson, Nancy Thompson, zieh dich aus. Nancy Thompson, da, Nancy Thompson in deinem Haus, auch keine Ahnung. Ja, die hat ein Kochbuch, was steht denn da drin? Die ist Fahrt. Cooking Pro. Ja, die will ja auch nicht. Zeigt sich nicht, aber... Zeig dich! Nancy, Nancy, Nancy! Wieso legst du auch Nancy, das Salz an die gleiche Stelle?
Ja, aber die ruft eh an und fragt, ob wir hier sind. Oh, sie ich dachte, flackert. Das passt so. Nancy Thompson! Zeig dich! Gib uns ein Zeichen. Ich höre was. Mhm. Nancy? Nancy Thompson? Nancy Thompson. Nancy Thompson. Wir sind nur hier, weil wir AA machen wollen bei ihrem Haus. Aber wenn jetzt Monte sein Haus hätte, ist schon rausgeworfen, wenn ich AA müsste. Ich gehe mal raus, ne? Ich lasse sie mal allein hier drin. Viel Spaß. Nice try. Du, vielleicht müssen wir sie ein bisschen... Vielleicht zeigt sie sich halt nicht. Schau mal unseren Wert mal an, ob 125 ist. Wir haben die eigentlich relativ gut getriggert da drin, muss ich sagen. Aber wir sind... Alter, die nimmt uns gar nichts weg. Was ist denn da los? Die nimmt uns nichts weg. Wir haben die Hälfte verloren. Was laberst du? Wir lassen sie im Geist durch Salz wandern. Aber die müssen wir übelst triggern. Hast du schon im Journal alles eingeben? Sollen wir sie beleidigen? Ja, sicher. Nee, warte, muss ich noch... Sollen wir sie übelst aufs Letzte beleidigen? Ja, natürlich. Die Frau Thompson? Magst du mal lachen? Dann muss ich aber sagen, dass die... Ich hab's ja eigentlich schon beleidigt. Du sollst lachen. Warte, wir haben jetzt... Gefriertemperaturen haben wir... Fingerabdrücke haben wir und vielleicht das letzte Hallo? Geisterorb oder ich weiß nicht, Salz wandern. Lach ja. mal. Sehr schön. Okay. Dankeschön. Jetzt habe ich zwei Fotos frei. Bitte? Hallo? Ja, nimm's mit. Soll ich ein Kruzifix mitnehmen? Ja, nimm's mit. Okay. Vielleicht nerv ich wieder ein bisschen. Ich nehme ein Kruzifix mit. Dann schau mal, ob es ein bisschen Deppert drin ist. Ah, das Türchen aufmachen, immer schön, nicht vergessen. Frau Thompson, wir sind wieder hier. Der Strom ist wieder an. Der war die ganze Zeit schon an. Oh mein Gott. Die läuft nicht durch Salz. Du hast das fix falsch aufgelegt. Die will da fix nicht durch. Da ist viel zu viel Salz. Gar nichts. Ja, dann wieder. Da ist doch nicht zu viel Salz. Du hast alles auf eine Stelle gelegt. Und normalerweise macht man das verschieden. Macht man doch so, oder? Nee. Ja, ist mir doch jetzt egal. Frau Thompson, wäre ein Kruzifix für sie mitgenommen. Nancy Thompson, zeig dich. Frau Thompson, wir haben Ihnen extra ein Kruzifix mitgebracht. Nancy Thompson. Ich weiß es nicht. Nancy Thompson. Ich verstehe das sowieso nicht mit dem Kruzifix. Wer denken kann, wenn er Nancy Thompson. Stinky. Stinky Thompson. Zeig dich. Soll ich mal das Buch sonst hier hinstellen? Du blöde Kuh. Du fette Blutskuh. Das Buch und stell das. Du hässliches Stück Scheiße. Nancy, du bist hässlich. Nancy Thompson, du bist hässlich. Mann, Alter, schreck mich nicht! Alter! Dieses Buch brauchst du nicht mehr. Oh mein Gott, egal, ist egal. Warum nicht? Weil wir alle drei Beweise haben, Alter. Du Heißel. Zeschi, vielen Dank für 50 Euro. Der Zeschi! Zeschi, stuhl mich halb ein hier. Und der Schalattenfuvi raus. Du, vielleicht sollte nur einer hier drin sein. Kann das vielleicht sein? Dass ja, die Scheu ist? Kann sein. Geh sonst mal, ja? Oh, da ist was. Ich geh mal. Ich hab Angst. Ich Nancy, hab Angst. Zeig dich. Nancy, zeig dich. Zeig dich. Gib mir ein Zeichen. Zu viel Zeichen. Zu viel. Die will nicht. Ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock. Ich geh ferngucken. Nancy Thompson. Nancy Thompson. Zeig dich! Ich hab echt keinen Bock. Ich glaube, das wollen sehr viele mitspielen. Du kannst mitspielen auf dem Server, auf VLAB Online, wenn du dich dafür bewirbst. Da musst du halt mindestens 18 sein, dann kannst du auf dem Server mitzocken. Miss Thompson, ich habe ein Geschenk für Sie. Es ist ein Kruzifix. Ah, Mario, danke für den Sticker für den Großen. Wir haben immer, wie heißt er mal? Mario... Ich kann es nicht lesen, weil der Sticker das immer verträgt. Alter, auch die Fubi raus als Sticker. Das ist ja das, was irgendwie voll selten ist. Vielen Dank. Oh. Hallo? Guten Abend, ja? Die Frau Thompson ist nicht...
nicht da. Die Frau Thompson, die ist gerade mit, ja. Ja, nee, die Frau Thompson, die wird sich heute... Na, die Frau Thompson, die ist heute nicht da. Ist vielleicht morgen da, ja? Ja, tschüss. Unglaublich. Alter, was ist... German Blood Chunk ist halt auch raus. Ich kann nicht mehr. 55 Euro! Nur Leute, das erste Mal geimpft in 6 Wochen, das zweite Mal. Alter Bruder, vielen herzlichen Dank. Und der schallert einfach raus, dass heute geimpft worden ist. Beste Buni, IO, beste Bruder, man kennt's. Erstmal geimpft werden, dann ins Stream schauen und erstmal 55 Euro rausflexen, um zu zeigen, dass man geimpft ist. Liebe geht raus und schön mit Blattern, das kriegt Leute, Alter. Ich hab Blabe, ich bleibe. Danke. Nein! Hey, du hängst in der Wand. My dude. Ja. Nancy. Mann, du blöde Kuh. Nancy Thompson. Zeig dich. Zeig dich. Zeig dich. Leck mich doch. Scheiß auf die alte. Weg da. Ja, die alte die läuft nicht durch Salz, die dumme Kuh. Ist mir auch egal jetzt. Ich mach zu. Wir haben fast alles. Okay. Ist ein Gespenst. Okay. Nicht. Hi. Hallo. Durch Salz ist sie nicht gelaufen. Mich aufgegessen. Tja. Was ist? Durch Salz ist sie nicht gelaufen, weil du das Salz so blöd aufgelegt hast. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das hat durchgelaufen. Mhm. Das hat nicht funktioniert. Ich schwöre ja, dir. Ja, genau. Und ich weiß, was ist das? Das war eine Krabblerin. Die ist gekrabbelt, die alte. Voll ekelhaft. Hast du sie gesehen? Nee. Ich nicht wollte nur ein Foto von der alten, aber ekelhaft. Sie hat sich nicht gezeigt. Ja. Ja, die ist ganz blöd. Ich hab da, Alter, Level 123, wie schaffst du so? Ich erstmal Level 11. Dafür kann ich hier cheaten, Leute, pass mal auf, der Cheat-Code. Hier leibt und lebt, pass auf, Leute. Oh, ach komm, warte mal. Weil das funktioniert jetzt irgendwie wieder hier. Hat davor nicht funktioniert. Nein, jetzt wieder nicht. Ich fühle mich verarscht. Ah, jetzt. Ah. Muss hier hin. Ja, es geht. Oh, oder? Ah, nee, es funktioniert nicht. Egal, egal. Ich will nochmal! 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 Bitte! Das ist ein Schall. Wie hochauflösend der ist. Möchtest du vielleicht bereit drücken, weil sonst können wir nicht weitermachen. Ach so, Entschuldigung. Natürlich bin ich dazu bereit, zu drücken. Mir ist kalt. Auf alle Fälle. Ich hab Hunger. Mir tut mir. Du bist schuld. Leute. Wie geht's? Wie steht's? Ich bin jetzt schon so müde. Ist doch nicht normal. Ich habe dann heute einen schönen Bananen-Haferflocken
Kuchen machen? Ist eigentlich kein Kuchen. Das ist ein Auflauf oder irgend sowas. Keine Ahnung. Keinen Magen bezahlen. Weil das eine Mod ist, das müssen theoretisch Spielhersteller machen, aber eine Mod. Hallo? Ist so, da musst du eine Marke für bezahlen. Stinky. Entdecken Sie irgendwelche Arten Geistersicherheit. Reinigen Sie den Bereich. Reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Rauchstäbchen. Okay. Hast du Rauchstäbchen dabei? Ich hoffe es mal. Räucherstäbchen. Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geistes eventuell. Oh, wunderschön. Kannst du lesen? Erreichen, da steht Räucherstäbchen. Weißt du, was das Problem ist? Ich kann es kaum lesen, dass da ein Doppel. Der Michael Thomas, los geht's. Ich sag, da ist immer so, das Problem ist, man hat eine Taschenlampe, die kannst du nicht ausstehen. Die macht das sauhell und das tut den Augen weh. Egal. Nehmen wir das mal mit. Was nehmen wir noch mit? Ach nee, nicht das Haus, da gehe ich immer drauf. Da gehe ich immer drauf in der Scheiße. Ja, okay. EMF kannst mitnehmen und... Nehme ich mit? Das ist mein Lieblingsgerät. UV oder was auch immer du meinst. Die Räucherstäbchen nehme ich mit? Nee, die brauchst du noch nicht. Warum nicht? Ja, dann halt später. Was soll ich sonst noch mitnehmen? Ich kann's 10.000 Mal erklären. Das Buch nehme ich mit. Es bringt nichts. Ich weiß. Tja. Das Buch auch nicht? Das Buch bringt sich ja wohl was. Oder? Ja, wenn wir Raum haben. Aber ich habe eh das Thermometer, dann passt schon. Komm. Ah, okay, perfekt. Dann bin ich ready. Hat wer Lust auf Carbonara? So, geschossen. Anti-Geisterbrille. Ich will jetzt Carbonara. Danke. Ja, für nix. Danke für nix. Hallo? Okay. Dafür, für den kriegst du kein Money Rain. Hallo? Wir brauchen eine Stromkasten. Ja, ist sicher oben, oder? Krasse Krabbe, hallo? Warum gucken wir einfach nicht nach, wo der Stromkasten ist? Ja, guck ich doch. Aber da ist jetzt mal Andi gestorben, hier in der Ecke. Ja. Hoppala. Dog. Da ist es nicht. Dann ist es oben. Okay, dann, ich glaube, es ist oben. Dann ist es höchstwahrscheinlich oben, meine Damen und Herren. Michael Thomas? Entschuldige. Jetzt hör auf, das ist... Ich hasse dieses Michael Auto. Thomas? Ich bin da immer drauf. Ist jetzt jedes Mal, wenn ich da bin, bin ich hier drauf gegangen gefühlt. Stinky. Stinky. Da ist Andi doch letztes Mal abgekriegt, oder? Ich glaube, da denken alle ab. Und wo soll das jetzt sein? Ja, nicht da, weiter oben. Weiter hinten. Es gibt kein weiter oben. Weiter hinten. Da ist das Klo. Oh, es schlägt aus. Wie auf viel? Drei. Okay, merken wir uns. Auf drei. Wo soll denn der Stromkasten sein, bitte? Wie heißt der Typ, Thomas? Thomas, wo ist denn dein Stromkasten im Haus? Ja, ist da unten irgendwo. Ja, lass mich da hinten jetzt nicht da so allein, ne? Ich hab da ein bisschen... Ich check's nicht. Hä, der ist normalerweise immer an der gleichen Stelle, aber okay. Eigentlich, ja. Wahrscheinlich ist er da drin. Ja, machst du das gerade? Ja. Bitte lass mich. Lass mich allein. Bist du da drinnen? Wie ist denn das Scheißhaus? Das ist groß. Grob ist gut. Brigitte! Hey, das ist ein Knochen! Zeig uns wo! Wo? Ja, da unten in der Waschküche war ein Knochen. Haben schon aufgesammelt. Ich muss ein Foto machen, du Häsel! Ach so, wusste ich nicht, sag doch gleich. Da ist er! Wow! Ha! I did it! Es schiebt nämlich ganz anders. Ach, danke schön, Alter. Ich hab nichts mehr gesehen. Danke mich bei mir selbst. Thomas, zieh an. Hör auf, noch nicht. Der Michael Thomas? Das Licht an, das sind Entschuldige. Wer kennt das noch, wenn ihr damals das Kind in den Keller gerannt seid? Wenn euch das Licht da dunkel war, dass ihr raufgerannt seid, weil ihr Angst hattet, dass ihr nicht wartet. Ich hab kurz Minus gehabt. Jedes Mal. Ich jedes Mal. Ja, er müsste wenn dann hier irgendwo sein. Weil hier ist ausgeschlagen gewesen. Also er meddelt anscheinend hier auch durch. Im Scheißhaus ist warm. Ja, da hat es 1 Grad. Ja, hier schon mal, da hat er auch was runtergeworfen, glaube ich, oder? Ja, stimmt, guck. Ja, randaliert schon.
Da hat's 8 Grad. Da hat's 2. Dann leg dein Buch mal her. Ich weiß nicht, was es hier war mit dem, das hier. Okay, ich leg dann mal mein Buch her. Scusi, ich habe eine Frage an Sie. Könnten Sie in mein Tagebuch schreiben? Oder in mein Freundebuch? Dankeschön. Ja, Alter, ey, damals immer... Schreib immer ins Angst Buch! Gehabt, aber auch nicht nur der Keller, sondern auch, wenn ich am Kühlschrank war am Abend, ne? Und unten war dann so das Licht aus, wie hier gerade, warte. Da bin ich immer so hochgerannt. Ach, das war Zeit, ne? Das war Zeit. Aber Keller ganz heftig. Im Keller immer ausgemacht. Aber da unten ist Minus. Das haben wir alle gehabt. Verlager mal das Buch nach unten. Da ist Minusgrad. Okay, wir haben Gefriertemperatur. Ja. Okay. Du weißt schon, dass es nach oben auch runtermelden kann, ne? Ja, schon klar. Aber er hat da Minus. Oh mein Gott. Ah, warum muss das genau bei mir sein hier oben? Alter, ich hab ja erschrocken. Ah, hast gehört? Mhm. Das Telefon ging an. Wo ist jetzt das ich Buch? Ich hab voll Herzinfarkt bekommen. Was? Wo ist das Buch? Ich hab's jetzt. Da, weiß. Ja, da. Da oben dabei, ging ja das Telefon gerade an. Ja. Okay, warte mal. Ja. Kannst dich hinlegen irgendwie. Doch, okay, mit R. Achso, ich muss mich. Nein, ich muss mich. Tschüss. Also. Okay. Danke für diesen kleinen, aber feinen Herzinfarkt, liebes Telefon. Warum werde ich immer angerufen eigentlich? Immer dann, wenn ich es gerade nicht benötige, meine Damen und Herren. Ja. So, Melina Bayer, Heixion hatte vor ein paar Tagen Geburtstag, dann alles Gute nachträglich an die Melina Bayer natürlich. So, ich nehme jetzt die Cam mit. Lassen Sie die. Nimmst du das Stativ mit? Danke. Ich nehme mein Stativ mit. Ach, warte mal. Ach so, da ist die Cam schon drauf. Hier. Jawohl. Hoppala, warte, ich nehme noch ganz schnell für Fingerabdrücke nehme ich noch mit. Ach so, dann bin ich nicht. Das EMF haben wir noch nicht probiert. Also schon, aber ja, egal. EMF geht nicht, da ist noch nichts. Das war noch nichts, aber zwei, drei Sterne. Ich schwöre dir. Ich habe so Angst, dass er da oben. Er hat, oder? Ich habe da was gesehen da oben. Ist mir egal. Nee, das ist eine LOD-Stufe. Okay, sehen wir das LOD. Wo bist du? Schreib mal rein, wer weiß, dass der LOD-Stufe ist, ne? Das wissen nur echte Gamer. So, wo soll ich das hinmachen, das Ding? Ah! Ah, ich bin tot. Wo bist du? Geh nicht so schnell, ich kann nicht so schnell reagieren, Mann. Wo bist du? Arsch. Okay. Mama. Foto von deinem Popo. Nicht die arme Cam, Mann. Der war jetzt aber aggressiv, du. Nein, nein, nein. Ja, Mann! Na.
Ja moin, der hat abzogen, das Arschloch. Also. Du bist ja gerade da, ne? Du kannst schon einmal Geisterbox eingeben. Und ich hoffe jetzt, dass... Und Geisterorbs! Wir haben's. Lass ein Teammitglied Zeuge eines Geisters-Events werden und das ist nicht abgehakt. So, meine Damen und Herren, das ist einmal wirklich eine Frechheit, eine bodenlose. Räucherstäbchen könnt ihr noch machen. Ja, hab ich alles. Achso. Ja. Schau, wie er da drin hängt. Schau. Jo, sag einmal. Da gerade passiert. So. Da war er kurz, ja, da war er kurz geil. Perfekt. Bist du da? Ja, okay. Hast du alles eingeben? Okay. Voll süß. Mein Game zu hell, oder was? Rust jetzt vorbei. Habe ich noch nicht vorbeigeschaut, aber ich schau mal, wann wieder Minecraft kommt. Ach du Scheiße, geht's wieder ab. Hallo. Ich habe 25 Dollar bekommen. Hallo? Na? Es war schrecklich. Es war schrecklich. Einfach, du bist einfach schlecht im Flüchten. Immer ich. Na, ich kann mir keine, weißt du, ich habe so Angst, ich traue mich, dass ich mir noch vorgehen, weil ich hinter mir schon den scheiß Geist höre. Dann habe ich immer Angst und renne. Und dann bleibst du stehen. Und dann weißt du, wo ich mich auf... Oder was? Na, ich bleib stehen und versteck mich so in der Ecke, so. Es bringt aber nichts. Du musst weg. Ihn. Ja, warum es bringt nichts. Du musst super. Dich im Schrank oder in einem anderen Raum verstecken. Ja, das wusste ich nicht. Da mache ich das nächste Mal so. Oh, und beziehungsweise... Alle mal das Red Bull Emoji rein. Emoji, genau. Hm? Wenn Dingenskirchen, wenn du jetzt in einem Raum bist oder im Schrank und du siehst, dass die Tür ganz leicht aufgeht, ja. Dann versucht der Geist reinzukommen. Dann musst du die Tür ganz schnell wieder zumachen. Funktioniert nicht immer. Genau, ja? Genau, setz dich rein, mach zu. Du bist jetzt genau. Der Geist? Ja, ich mach jetzt so auf. Oh. Ja, er ist schon gestorben. Immer schön zumachen, gell? Genau, der tut dann kurz noch andocken, weil der macht die Tür dann auf. Genau, so machst du, genau. Ich muss gehalten lassen, oder was? Ja, ich mach's immer unterschiedlich. Okay. Entweder ich halte sie, wenn es eine große Tür ist, oder ist ja ich... voll der Scheiß, ist ja voll creepy. Ja. Tja, weiter geht's. Wo wollen wir hin? Asylum oder ja. High School? Weißt du, was geil wäre? Wollen wir in die High School? Okay. Was ist das andere? Asylum. Hallo? Was ist das Asylum? Asylum ist eine Irrenanstalt. Dann bitte die Schule. Back to the school, please. Da habe ich mehr Bock drauf. Okay. Ich muss sagen, mit dir habe ich weniger Angst als mit Andl. Bei Andl habe ich immer Sauschiss. Weil Andl nie weiß, was er gerade macht. So, Nexi Place haut 50 Euro raus mit einzusehenden Ehrenhund. Ich würde sagen, Leute, da auf ein Like halt. Auf die 5k Likes, wie auch immer, wir schallern raus. Ja. Und aktiviert das Glöckchen, wenn ich das so verpassen würde, mich freuen. Ihr wisst, der Road to 1 Million mittlerweile. Ja, kann man halten. Road to Arsch. Hoppala, falscher Knopf. Hallo? Nochmal falscher Knopf, ich wollte das ja ausmachen. So. Wir müssen hoch. Lassen Sie den Geist fahren, wie du Salz wandert. Ich nehme dieses Mal das Salz bei der Wohle mit und mach's richtig. Ganz rauf, dann nach machen rechts. Sie ein Foto vom Geist. Hoch. Stellen Sie die Anwesenheit eines Geistes anhand des Bewegungssensors. Dann nochmal rechts. Okay. Schauen wir, haben keinen Bewegungssensor. Mal wurscht. Das ist, ja, da können wir die eine nicht machen, aber egal. So, ich nehme mein Scheißding mit, dann nehme ich mein Salz mit und noch ein Party-Alarm!
Sein nächstes Blazer und Oman Fufi raus! Einen vielen herzlichen Reiz! Ja. Uiuiui. Wir müssen uns konzentrieren, Jungs und Mädels. Wir müssen uns konzentrieren über diese 50 Euro Unis hier. Schallatz raus, auch aber der Schallatz. Der Schallatz war ganz schön. So, warte mal, wo bist du hin? Ich weiß wohin. Schandl. Ich also weiß nicht. Also ich habe doch keinen Platz frei. Okay, perfekt, ich komme dir nach. Leute, wir gehen jetzt in die große Schule, in die Middle High School, keine Ahnung. High School, ja, High School. Hallo? Ich bin noch nicht da. Was machst du? Angeschaut. Das war, glaube ich, eine große Fichte oder so. Keine Ahnung. Boah, ist die geil, die Schule. Da will ich unbedingt auch zur Schule gehen. Der hat ein bisschen Klassen. Nee. Achso, ich wollte nicht. Gut, ich kenne mich gerade selbst nicht ganz aus. Also, seine Lichter ist das. Da habe ich letztes Mal gescheitert, by the way. Das heißt, das wäre das erste Mal, dass ich das hier schaffen würde. Jetzt aufpassen, der Flo ist jetzt. Hallo? Ich habe eine Orientierungsstörung. Ja, Smokey ist hier. Falsch. Ja, Smokey ist immer da. Gehört? Ja, ich habe eine Orientierungsstörung. Ist jetzt der Strom an oder nicht? Nee, ich dachte, der ist da irgendwo. Ich bin verwirrt. Weil vielleicht da hinten ist noch ein Ding. Guck mal. Ey, man lass mich nicht allein, du. Doch. Lass mich einfach allein, ich glaube nicht. Ich glaube auf der anderen Seite. Ich bin verwirrt. Nee, das lädt sich auch nicht vor, damit das ist wieder erstmal Game. Ich hab eine fette Orientierungsstörung gerade, Alter, das ist echt. Ja, du, dass ich ein Dummkopf bin, das weiß ich selber auch. Viel Spaß. Ja, du, er hat aber auch recht. Man muss ja auch was spenden. Ich sag ja, wie es ist. Weil die Streamer leben davon und die anderen Streamer eher nicht. Ich glaube, ich bin einfach in die falsche Richtung gelaufen. Ich sag mal so, die anderen Streamer haben jetzt richtig fette Verträge, aber ich bin so ein Streamer, ich habe keine fetten Verträge mit irgendwem. Das heißt, ich lebe wirklich davon. Das heißt, wenn mir wer verspendet, dann lebe ich tatsächlich. Bist du der echte Kühsorn? Das ist ja das Krasse. Mit meinen Donis verdiene ich ja mehr als durch die YouTube-Werbung. YouTube-Werbung gibt es bei mir nicht viel, muss ich sagen. Das liegt aber auch daran, dass ich jetzt leid bin. Ist die Werbung nicht so dickelt. Und cool, das ist nicht klar. Deshalb, ich lebe davon, wenn mir wer schon wieder lang herumläuft. Was sehr viele Streamer ja mittlerweile nicht mehr haben. Bis er stirbt. Natürlich, ich könnte jetzt, sagen wir mal, mein ganzes Stream mit Werbung vollballern. Das habe ich auch schon im letzten Stream erwähnt, dass das gehen würde. Ich davon mir relativ viel Geld mit einstecken kann, aber ich sage so, Geld ist nicht alles. Tja. Was habe ich heute so gegessen? Eine Semmel mit Salami und Käse und ein Kinderjoy. Oh. Kinderjoy. Drei Stück, ne? Eins. Ah, nee, das ist ich eins durfte nicht drei kaufen. Du durftest keine drei haben. Genau. Mein Sugar Daddy hat gesagt nein. Der Sugar Daddy sagt immer nein. Hallo. Oh, schöner Stuhl. Warte, kann es sein, dass hier das geklingelt hat? Nee, ich höre es. Es ist auf der anderen Seite. Warum machst du immer die Tür zu? Hallo. Um dir Angst zu machen. Hallo, ich komme nicht raus. Hey, hallo. Hallo. Was soll das? Achso. Du warst einfach gerade selber so dumm. Ich hab die Tür aufbekommen. Trottel. Jetzt sehe ich auch mal Fumi raus. Gönnen. Dankeschön. Alter Zechi, hau nicht so viel raus, du Wuppel, du Kleiner, du. Schall halt nochmal ein Fubi raus. Gönnung. Was ist meine Lieblingsschokolade? Vielen herzlichen Reiz, dann komm, wir lass mal ein Manuel für dich. Kinderschokolade. Da. Ich mag Kinderschokolade. Oder meinst du von der Sorte her? Guten Tag. Ses.
nur No Face, mein, also das habe ich vorgelesen, nur No Face, genau. Shy Fox, bin ja da, hoffe, dir geht es gut, hoffe, du kennst mich noch. Ich kenne Shy Fox auf jeden Fall noch. Der scheue Fuchs. Ui. Das kann sich nur um Stunden handeln. Gib uns ein Zeichen. 1968? Ui, ist aber Schule. Bist du deppert? Heft von 1968? Ganz alte Schule. Das sieht nämlich ganz anders. Nur kann sein, dass es vielleicht unten ist. Kann sein, ja. Gehen wir mal runter. Ich habe hier keinen Ausschlag von irgendwas. Gib uns ein Zeichen. Ich habe hier wirklich nichts. Nö. Ich glaube, wir sollten noch runtergehen. Oben ist nichts. Also gib uns ein Zeichen. Gar nichts. Ich habe einen Reizdarm. Wusste ich auch nicht. Komischer Geist. Ich dachte, der Reizdarm spielt da direkt an. One. Ist unten, ja. Da. Ja, ich dachte euch nicht. Mir hört ja keiner zu. Nur wo? Das war hier vorne irgendwo. Da vor uns muss das sein. Wenn es nicht ganz ist. Da ist oh ja, sie. Da schlägt's aus. Auf. Tschüss. Hast du gesehen? Ja, komm, komm. Wir haben den Raum gefunden. Ich mach auf und sie steht direkt da drin und so. Hallo! Alter. Wie wär's, wenn wir erstmal rauskriegen, dass wir abchecken, ob unsere Health noch okay ist? Ja, da drin ist sie. Bin ehrlich, ich. Ja, ja, ich geh mir erstmal raus und check uns. Ja, da komm her. Bitte. Alter, vorne. Sehe ich aus wie ein Hund? Ist nicht umkommandiert? Ja, eben schon. Das ist das Problem. Okay. Das heißt, wir müssen dann rechts. Ich habe ganz kurz einen eingeschult. Okay. Ja, ich auch. Aber ich habe gesagt, gehen wir doch mal runter. Das heißt, sie ist da drin in dem Häuschen, hier unten, da schläft sie. Mhm. Aber was macht ein Geist in der Schule? Lernen. Ja. Das ist ein Anti-Witz, ey. Weißt du, was ein cooles Update wäre? Wenn die dich draußen auch handeln könnten. Ach nee, da würde ich anfangen. Aber geil wäre vielleicht eine Map, die draußen ist, am Friedhof oder so. Oder eine Kirmes-Map in der Geisterbahn, das wäre doch geil. In okay, der Geisterbahn nach Geister. Nimmst du das Buch mit? Ey, jetzt ohne Scheiß, das wäre aber ein geiles Update, das werde ich reinschreiben. Ja, ich nehme das Buch. Und? Ausgeschlagen auf 4, das heißt nicht auf 5. Und die eine Kamera auf dem Stativ. Ja, ich nehm Helf mit, ne? Hast du gehört? Was muss ich? Die eine Kamera auf dem Stativ. Mhm. Muss erstmal die Kamera draufschrauben. Genau, und dann das Stativ mitnehmen. Bitte danke. Weil dann guck mal. Hat dir unbedingt gefallen? Ja. Und ich frage. Was braucht man noch alles? Braucht man Salz? Buch? Was braucht man? Ja, ihr Buch. Das Salz. Nee. Salz, du kannst nicht auch alles mitnehmen. Genau. Wieso verstehst du das nicht? Salz. Nee, warte, dann lege ich das Buch ab oder brauchen wir das Buch auch? Ja, wir brauchen das Buch auch. Okay, dann leg ich das Salz halt weg. Das Buch braucht man für einen Beweis. Das ist so salty. Weil ich dir 10.000 Mal erklären muss. Okay, alles gut, ich komme mit. So, Anti-Noobbike. Was sagst du zum Thema Noobbike in GTA Online? Ich bin ganz ehrlich, GTA Online ist leider nicht mehr das, was mal war. Ich habe damals auf der PS3 GTA Online gesuchtet. Und seitdem es diese ganzen fliegenden Fahrzeuge gibt und diese ganzen Abfuck-Sachen, wo es einfach nur viel Geld kostet, spiele ich kein GTA Online mehr. Weil das Spiel kommt jetzt. Und ich kann nur sagen, ich hoffe, dass GTA 6 anders wird, aber ich kann es leider nicht sagen, wie es sein wird. Und ich glaube, sehr viele fühlen das, dass GTA Online nichts mehr ist. Das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen jetzt einen RP-Server. Weil GTA Online einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Gell?
Ja. Anti-Noobike. Dankeschön für einen Euro nochmal. Stell dann bitte die Kamera. Ich bin schon seit Fortnite LSPFR dabei, habe schon 200 Euro gespendet. Kennst du mich? Der One-Incher Ben, ich kenne keinen One-Incher Ben. Ich bin nur ein guten Ben. Stell es direkt rechts in die Ecke da rein. Soll ich das schon hinstellen? Ja, ja. Mit Ki- ja, so, was anschalten. Das? Anmachen das Ding? Oh, warte, so musst du es nicht anmachen. Ah! Ah! Du verplemperst so viel Zeit, währenddessen sterben wir. So, warte, wie mach ich das Ding an? Ah, jetzt, okay. So, und jetzt gehst und du kurz Buch raus. Dahin? Ja, genau, also ja. Genau, leg's einfach hin. Genau. Jetzt gehst du kurz raus, jetzt muss ich fragen. Wo bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Wo bist du? Okay, die hat keinen Bock auf das. Perfekt. Weiter geht's. Ich glaube, die ist jetzt weitergewandert. Das glaube ich eher. Nee, die ist da drinnen. Das passt schon. Ich will raus. Kannst mich grüßen. Grüß noch den Matthias. Matthias, dankeschön. Freitag ist auch wieder dabei. Mortenplayer, danke schön für einen Euro. Ich grüße die männliche Laura. Alles klar. Okay, ja. Danke, John Milton. Dankeschön für 2 Euro. Nein, möchte ich nicht. Dankeschön. Ja. Schlingel. Du Schlingel. Marie Schulz, danke schön für 10 Euro. Ja, mir geht's okay. Bis auf hier oben. Danke. Danke. Hey Doko, deine Streams heitern immer auf. Mach weiter so. Vielen Dank für den Support. So, was haben wir? Machen Sie ein Foto vom Geist, lassen Sie den Geist durch Salz wandern und schauen mal, ob wir einen Orb finden. Das ist kacke. Ich nehme es eben erst kein mit. Orb. Kannst du das UV mitnehmen und das Salz? Das geht sich eigentlich aus. Ich kann das Salz und das UV mitnehmen. Das geht sich aus, ja. Sollte. Dankeschön, Patrick. Patrick, mach hinne. Ich hab hier den Main-Tür.at und... Hey, wie viel haben wir? Die gesichert. Die leiten auf deinen YouTube-Kanal. Oh, Ehrenaktion. Bruder, vielen Dank. Weißt du, warum das eine Ehrenaktion an sich ist? Weil, es gibt eigentlich nur Leute, die kaufen sich Domains, ne? Und wollen dann übelst viel Geld dafür haben, dass du sie dann wieder aufkaufst, ne? Weil ich habe damals Stream.com gottes. So viel reden. Aber das ist eine Ehrenaktion, Patrick. Vielen Dank dafür, Bruder. Dass ich sowas auch mal mitbekommen. Ich bin 22. Und dann dafür kein Geld verlangt und sagt, Bruder, ich habe die gekauft, einfach nur, dass das weitergeleitet wird. Ich bin nicht 24 oder 25. Das ist eine Frechheit, Justin. So alt wie der Kurt bin ich noch nicht. Ich bin schon 24, bin Hund alt. Du alte Sau. Aber schon danke, Patrick. Weil, wie gesagt, sonst... Ich habe jetzt schon fast gedacht, du bist so jemand, der jetzt von mir Geld haben will, dass ich dir die abkaufe. Das gibt's nämlich wirklich. Ich hatte aber damals so ein, ich glaube, ein chinesisches Unternehmen oder so. Der redet so viel und die kommt dann und dann stirbt er wieder. Ich sag's dir, wie es ist. Hab mir letztens auch was geholt. Hab bemerkt... Hast du gerade die Tür zugemacht? Arztstuhl. Mich komplett ein. Ich hab die nicht zugemacht. Ich hab die halt offen gelassen. Was heißt... 5! Buch hat sie auch geschrieben. Hallo, ich habe ein großes Problem. Ich habe nämlich gestern... Oh, das ist ein Abdruck, das ist ein Abdruck. Wir haben alle drei. Ja. Zeig dich! Okay, das Buch auch. Nicht, dass wir da jetzt draufgehen. Ich brauche aber ein Bild von ihr. Es steht... Wie heißen die? Ich weiß gar nicht, hab gar nicht geschaut. Zeig dich, wo bist du? Du stinkst, du bist hässlich. Dumme Kuh, fette Kuh. Du bist hässlich und ich bin stolz. Dumme hässliche Kuh. Blöde Kuh. Zeig dich, gib uns Stinky. Ein Zeichen. Stinky. Ich hab Angst. Hey! Nee, Alter, das kannst du nicht machen. Ich habe einen Reizdarm und stuhle mich gleich hier in dieser Schule ein. Zeig dich. Vielleicht triggert die das. Warte mal.
Ja, das triggert die. Speed machen, warte mal. Ich weiß, dass es hier triggert. Gib uns ein Zeichen. Komm, warte mal. Warte mal aus, ich mach hier. Warte mal. Zeig dich. Blitzlichtgewitter. Zeig dich. Wir blitzen sie. Du blöde Kuh. Auch wenn sie nicht zu schnell sind. Du blöde Kuh. Du blöde Kuh. Blöde Kuh. Blöde Kuh. Blöde Kuh. Kuh blöd. Blöd Kuh. Blöde Kuh. Weißt du, zuerst so aggressiv und jetzt einen Schwanz einziehen. Ich weiß nicht. Also irgendwie. Ich verstehe es auch. Ich trage das mal ein. Gar nichts gemacht. Wir haben jetzt. Also ich muss noch das Salz hinlegen, oder? EMF, ja. Das haben wir doch nicht. Ja, hallo? Zeig dich. Ja, zeig dich. Hallo? Ich hätte keinen Bock. Ich gehe ins Auto, ne? Nee, warte. Ja, ich check das, ob ich ein Orb oder sowas sehe. Hör auf, nein, wir haben schon geschaut. Bleib da, bitte. Bleib jetzt da. Die killt mich 100 Pro. Die will doch nur mein Fleisch. Schule, ich mach mich voll fertig. Zeig dich. Lauf durch Salz. Zeig dich. Lauf mal durch. Werd mal salty. Wörtlich. Das ist die Brille, die macht's aus. Ich würde halt gerne den Namen wissen, weil ich wollte jetzt rüberrennen und mal schauen, wie sie. Aber gut, dann halt nicht. Wo bist du? Wie alt bist du? Stinkst du? Hast du einen Reizdarm? Ja, hat sie. Oh, wo ist sie? Oh! Ja! Nein! Ich glaube, ich habe sie verpasst. Warte. Ich habe sie ums Arschlecken verpasst. Nochmal. Zeig dich. Ich muss nur sagen, dass ich einen Reizdarm habe. Ne, oder sie hat einen Reizdarm. Genau, hast du einen Reizdarm? Einfach fragen nach dem Reizdarm. Bist du gereizt? Hast du einen Reizdarm? Reiz dein Darm! Zeig dich! Hast du Durchfälle, Blähungen und Übelkeit? Hast du einen Reizdarm? Zeig dich! Magst du Zucker? Offenbare dich! Wir haben eher exakt Zucker für... Oh, die ist durch ein Ding gelaufen! Guck mal! Zieh dich aus! Das war falsch. Willst du mich heiraten? Hey! Hoppala, falsche Richtung, Entschuldigung. Magst du Autos? Wie stehst du zur Corona-Krise? Jetzt kommt sie und killt sie. Ah! Mit dir hat die Tür zugemacht, die Dumme. Was? Was? Die wollte mich gerade aussperren. Aha. Zeig dich. Zeige dich. Hast du eine Mutter? Du Hässliche. Du Hässliche, Alte. Bist du alt und hässlich? Du stinkst. Hässlich. Du stinkst. Obwohl du ein Geist Stinky. Bist, stinkst du bis hierher. Bist ein Stinky-Bubi. Hör auf, das Licht auszumachen, Geist. Du blöde Kuh. Hör auf, die Türen zuzuschlagen. Ich wollte wieder hier zumachen. Nee, woanders hat sie zugemacht. Zeig dich. Du bist ein Stinky. Wo macht sie denn die ganze Türen? Ja, weiß ich auch nicht. Gib uns ein Zeichen. Du bist ein stinkiger Pups, bist du. Du bist tot. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf. Genau das meine ich. Du tot? Warum denn nicht? Warum? Ups. Ich bin noch nicht gestorben, Parcella, aber der Kurt ist schon das dritte Mal gerade gestorben. Ich mach mal zu. Lass mich raten. Ja, ich hab schon wieder kein Bild. Diese dumme Kuh. Na egal. Willst du mein Pony sein? Das kann ich gern das nächste Mal probieren. Was ist denn da gerade passiert? Sag mal, Hudl, was ist denn da gerade passiert? Er ist einfach zu blöd zum Weglaufen, glaube ich. Das ist ganz easy. Ja.
Ein ich wissen. Bist du da? Will, bist du da? Ja? Will? Ist er gerade da? Ja, das war aber auch unfair. Die ist direkt in uns gespawnt. Wie sollst du da irgendwie flüchten können? Ist halt echt kacke gewesen. Will, bist du da? Wann habe ich Geburtstag? Ich habe am 22.05. Geburtstag und unser Jahrestag ist am 20.05. Mhm. Jo. Hudel, bist du da? Okay. Hast du alles eingeben? EMF Ebene 5, Geisterbuch und Fingerabdrücke. Ist ein Revenant. Revenant. Jo. Gell? Jo. Darf ich zumachen? Er stirbt immer. Oder halt bei 25 Schweizer Franken aus. No TV TV wolltet ihr schon immer spenden und jetzt kann ich mal machen. Dankeschön, Schweizer Franken werden nie eingeblendet auf TV, weil die irgendwas gegen Schweizer haben, keine Ahnung. Bis heute schafft's TV nicht. Aber vielen, vielen herzlichen Dank an No TV TV für 25 Schweizer Franken, dafür gibt's Money Rain. Hallo Schandl! By the way, nächstes Mal höre ich auf mein Bauchgefühl. Ich habe gesagt, ich will in das Auto rein. Und du, ich warte, du bist das Problem. Ja, ich wäre tot. Ja, aber ich bin jetzt schon dreimal gestorben. Ja, guck mal, das Problem diesmal war, die ist direkt in uns gespawnt, was ziemlich unfair ist, meiner Meinung nach, gell? Also, ja, weil die rumgegangen ist, das hast du doch gemerkt, die war nicht die ganze Zeit in einem Raum, ist sie rumgegangen. Ja, aber die ist trotzdem direkt in uns gespawnt, die blöde Kuh. Ja, wenn es so ist. Weißt du, es gibt blöde, immer blöde zwei Kuh zum Auswählen und sie geht mir hinterher. Immer ja, weil du langsamer warst. Gehst du mit Shift oder? Ja, ich gehe mit Shift. Okay. Immer mit Shift. Nee, weil du ab und zu auch leise bist, langsamer bist. Na, ich gehe mit Shift. Okay. Das ist, weil du eine Frau bist, bist du ja schneller. Ja, genau. Wirklich. So, weiter geht's. Ging das mal. Nutella Toast, dankeschön für 1 Euro. Jetzt habe ich Bock auf Nutella. Wo geht's jetzt hin? Sag mal, wo jetzt geht's in ein zweistöckiges Haus. Ah, das ist schön. Das mag ich am liebsten. Mario Schwerk, danke für 1 Euro. Annika Mettau draußen. Liebe Grüße. Alter, 2007 musst geboren sein. Moin. So jung. Auf den Fuffi! Und hier haben wir nochmal die Low-TV-TV 15 Schweizer Franken. Weil ich muss meine Einblenden ändern, das ist jetzt zusammengewurscht. Kannst du die Blende machen? Ich werde die heute ändern. Zuckerbrot will nicht. Bruder, warum donatet man sowas Ekelhaftes? Was denn? Ich will wissen! Guten Stream-PS hast du? Ich will wissen! Na, ich lese das nicht. Ich will wissen! Na, das ist der Stream auf Gelb. Ja, aber dann umschreibe es. Der will das, warte mal. Der will, dass du seine Nudel isst. Oh, jetzt habe ich Lust auf Carbonara. Ist es der mit dem, hast du toll gemacht. Ist es der John gewesen? Ja. Der hat bei mir das gleiche. Ich so, nee, möchte ich nicht. Ekelhaft. Der wollte mich verarschen, aber ich weiß, was das heißt. Ja, ja. So. Ja, ich auch. Nicht so wie unser Feuerwehrmann. Da gibt's auch dieses, kennst du das Video mit dem
mit dem, warte mal, ich muss das jetzt schnell suchen. Ich will das jetzt schnell ab, Leute. Kennt ihr das Video, wo der eine Dude fragt, warte mal, hier. Ich muss das schnell den Leuten zeigen. Warte. Beim Riesenrad, genau hier. Ja, da ist es so wunderschön. Das ist eines der geilsten Videos, die es gibt. Warte, ich muss das schnell in die Fensteraufnahme reinschallern, Leute. Heißt du Schandl mit jetzt, richtigen Namen? Leute, erstens einmal hast du Schandl mit weichem D ohne E mit einem L angeschlossen, ja. Zweitens ist das mein Spitzname. Warte mal. Bitte gebt euch das Video. Ich habe mich nicht eingekriegt, als ich das gesehen habe. Wartet. Mann, ich kann es nicht sehen. Wie ist das doppelte Zweite? Ich höre ihn von mir. Das ist 35 Jahre! Man sieht schon mal, so ein Jahr. Ja, das war auch sehr angenehm. Wir lesen das ja 35 Jahre her, sicher schon. Nein, nicht. Das war auf jeden Fall sehr angenehm. Das Video zerstört einfach so heftig. Marie Schütz, danke. Boah, ich kann nicht lesen, es tut mir leid. Genau, Bro. Das ist Schande. King, das Video. Das Video ist King, Alter, ich schwöre euch. Ich hab das gesehen und bin zerbrochen. Der arme Mann, Alter, der arme Nelly? Mann. Nelly? Oh gut, das Video hat so eine scheiß Qualität, die man sieht eh nicht mehr. Das Nelly, so. Was meinst du? So, bin wieder weg am Start. Ich muss es einfach den Leuten zeigen. Ich schwöre euch, ich bin... Als ich das erste Mal gesehen habe, mich hat's zerrissen, ey. Der arme Mann. Aber so war auch unser Feuerwehrmann, ne? Der arme Junge, so. Der ist so süß, gut, ne? Wie er da gestanden ist und gegrüßt hat, so lieb. Ja. Der Robert Clark ist aber das Video ist einfach King. Das Video ist King, Leute. Marie Schütz, danke für die 20 Euro. Das große Riesenrad. Sind Sie auch schon mal mit einem größeren Jahr? Ja, ich mag schon größer. Naja, ich habe zuletzt dir geschrieben. Ich dachte, du schreibst darauf zurück, hast aber nicht. Deswegen dachte ich, ich lasse es jetzt auch lieber. Ich liebe es. So, das ist genau mein Humor. Aber wie gesagt, du kannst dir immer schreiben. Danke, dass du Mario Google liest. Ach, kein Problem. Und das geht's ja nicht. Du kannst immer schreiben. Es geht nur darum, dass ich halt nicht immer zurückschreibe. Auch nicht immer zurückschreiben kann. Und deswegen. Hast du das EMF-Gerät? Aber du kannst mir immer schreiben. Ja? Scusi, hast du EMF-Gerät? Kurtel! Danke für den Euro! Hallo! Noch einen guten Stream! Dankeschön! Nein, das habe ich nicht. Hallo? Das musst du haben, weil das ist immer automatisch. Ich hab das! Ups! Hä, warum habe ich das? Das habe ich noch nicht aufgehoben. Oder hat das Spiel schon. Okay, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Mario, schwer kann man mir vorgelesen. Ja, vielen Dank für eine Runde. Hör auf zum Labern jetzt! Arbeiten! Entschuldigung! Stinky! Hast du meine E-Mail bekommen? Habe die E-Mail gefangen. Da geht das auch nicht. Jetzt habe ich nicht geschaut, wo der Kack ist. Guckst du in den Keller, ob der Stromkasten dort ist? Ja, jetzt sind wir ready. Wo ist der Stromkasten? Vielleicht im Keller. Guckst du? Warum muss ich in den Keller gehen? Das ist ein Glasglöckchen. Ja, ich suche mal den Keller schnell. Oh, das ich habe ihn. Neu, rein noch hallo. Da ist er. Hast du ihn gefunden? Ich kenne mich da aus. Kuttel, ihr. Hallo. Wo hast du jetzt den Strom angemacht? Nee, der Kasten ist da nicht. Guck mal weiter, bitte. Ah, doch. Ja. Ich korrigiere, er ist da. Lol. Wunderschön, dankeschön. Nach Hand. Verstecke. Mach mal die Kleinen. Wurdest du schon mal gemobbt? Ja, wurde ich tatsächlich. Wurde ich tatsächlich, ja. In der Hauptschule. Ist nicht schön, aber das packst du schon. Bist du gerade die Treppe runter? Ich bin die Treppe hoch. In Knöchel, Knöchel. Für alle Leute, die ganze Zeit den gleichen Namen da reinschreiben. Nee. Nee, so heiße ich nicht. Ist schon wieder errate den Namen Zeit. Ich glaube, bei mir ist schon wieder hallo. Zeit, dass die Leute den Namen erraten.
Ich kann mich nicht konzentrieren. Marie, danke nochmal für 20 Euro. Du musst mir nicht so nett. Kannst du mir auch schreiben? Nee, das mache ich nicht. So eine Person bin ich nicht. Und wie gesagt, hallo, spinnst du? Du hättest ruhig zurückschreiben können drauf. Ja. Nee, ich blockiere nicht einfach so. Das mache ich nicht. Gar nichts da drin. Wieso auch? Bist du sicher, dass das Richtige aus und die nicht im Falschen sind? Das wär's jetzt, ne? Ja, kann jetzt sein. Da kommt der Nachbar, der andere, der kommt da rein und sagt, was machen Sie hier drin? Entschuldigen Sie. Oh. Aha! Da ist ihr Waschbecken. Wo ist das Waschbecken? Warte mal, hier hinten. Ich glaube, es ist unten. Dann ist es unten. Da ist halt 9 Grad, aber ja. Wie gesagt, Marie, schreib mir einfach. Wo ist das jetzt? Flackert. Da ist das. Nee. Da drin. 6 Grad. 3 Grad. 3 Grad, da ist es. Bam, Chico, wow, wow. Oh, er hat das Ding ausgemacht. Du blöde Kuh! Er lockt uns runter. Nitro, Zero, danke schön fürs VIP werden. Herzlich willkommen. Nein, ich heiße nicht Franziska. Leute, es reicht schon wieder. Hallo Franziska. Ja, auf jetzt. Es geht schon wieder los. Kannst du uns einen Tipp geben? Ich habe genug Tipps gegeben. Muss doch eins von beiden mindestens sein, wenn du so ein Pech in deiner Auswahl. Ich hab. Geht gar nichts aus bei mir, null. Ist gar nichts da drin in dem Haus. Wenn ich eine Superkraft hätte, dass ich alles essen kann auf der Welt, ohne zuzunehmen, Alter, das wäre so nice, ne? Superkraft, nämlich so. Scheiß auf Fliegen, ich will einfach nur essen. Auf alle Fälle, aber das ist dein, du hast aufgenommen hast. 100%ig. So, ich nehme die Box mit, nimmst du die Kamera vielleicht mit für die Orbs? Ja, für die Orbs? Ja, ich nehme die mit und ich nehme auch den Sensor mit. Warte mal. Scheiße, ich dachte. Robert Clark! Dann scheiße ich das hier Ding weg, nämlich hier die Kamera. Warte mal, die Kamera für die Orbs sagst du. Warte, da muss ich sie aber erstmal ranschrauben hier. Gut, die Schraube. Ja, ist wieder. Nee. Ja, wie gesagt, du kannst mir schon immer schreiben. Ah, okay. Ach, geh bitte. Das war nur die Situation gerade so, schwer, um die ging's. Komm, geh mal. Warte mal, ich mach nur das Ding an, so. Das später nicht machen. So, bin fertig. Gott, die Pferdbeere auf dem Weg nach. Dass mein Name mit C beginnt. So viel Gas drin. Habe ich nie gesagt. Ein Name mit C. Butti hat gesagt, sie soll Steffi heißen. Nein, das stimmt nicht. Das ist seine Ex-Freundin. So. Weil ich Steffi das auch. Geile. Gut, wohin damit? Da rein. Hallo? Hallo? Hallo, was ist denn? Was ist denn? Hallo? Hallo? Geh weg. Was ist denn? Was ist denn passiert? Nein, lass mich in Ruhe. Was habe ich jetzt gemacht? Ja, geh zu Steffi. Ich hab deinen Spaß gemacht. Nein, geh zu Steffi. Da ist ein Papierflieger oder sowas. Was lass mich allein. Schande, was ist denn das hier? Nein, lass mich in Ruhe. Also ich dachte schon, dass du das. Ich lass dich wieder sterben. Nein! Was auch nicht. Hallo, wo bist du? Der, Reinigung wegen de- Los. Hast du gehört? Das haben wir. Ja. Ja. Hast du es eingeschalten? Ja. Ich hab's euch davor schon eingeschaltet, weil ich ein Pro-Gamer bin. Ich hab einen französischen Namen, ja. Oh, doch Bewegungs. Ach, scheiße. Oh, Baguette. Hallo. Mehr weiß ich nicht. Das ist, ja. Je m'appelle. Und dann ist schon Je m'appelle Kurt? Ja, ich kann es nicht sagen. Je m'appelle Chantal? Nein, so heiße ich nicht. Hör auf jetzt. Ach.
Da ist ein Orb. Ich habe einen gesehen, da ist einer. Den Geisterorbs, okay, weil dann trage ich das mal Geisterbox ein. Haben wir. Geisterorb, das überprüfe ich, weil ich kenne dich. Du bist Geisterorb. Ja, Geisterorb. Und wir brauchen noch... Spook noch kann ich mitnehmen. Und schau, dass du vielleicht... ich weiß nicht. Was soll ich denn sonst noch mitnehmen? Weiß nicht. Die EMF-Reader oder das andere? Ich weiß ich nicht. Lass mich schauen, was es sein könnte. EMF. Mare, Chin und Poltergeist. So. Mare. Chin. Ja, wir brauchen beides eigentlich. Was das brauchen wir beides? Ich nehm das mit. Okay. Okay, passt. Dann habe ich den und du hast den. Perfekt. Eins von den beiden brauchen wir jetzt. Ich heiße Baguette. Je m'appelle Baguette. What is love? Baby, don't hurt me. Das sag ich zum Geist. Heißt du Charlene? Charlene habe ich noch nie gehört. Charlene? Charlene ist ein interessanter Name. Scheiße. Ebene 3. Ebene 4. Das ist wurscht. Ich lass dich sterben! Wo bist du? Jetzt hängt er wieder in der Wand. Ich drehe durch, ist so geil. Was ist denn da passiert? Sag einmal, ja, was ist denn da gerade passiert? Sag einmal, was ist denn da gerade passiert? Ja. Ein Bewegungssensor hat er auch nicht geschafft. Oh ja, jetzt muss ich das alles machen. Cordula. Das ist ein witziger Name. Die ist so aggressiv. Du kleine Hure! Boah. Lass mich jetzt die Scheiße aufhängen. Ich auch hin. Gib mir ein Zeichen.
macht mich fertig. Bist du deppert? Ich weiß den dritten Hinweis nicht. Marie, deine Donation kommt irgendwie nicht an. Ich habe sie aber gelesen. Danke nochmal, danke. Und wie gesagt, brauchst keine Angst haben. Opala. Entschuldigen Sie. Hör mal auf damit, Mädchen. Jan, danke schön für 5 Euro. Bist du besser, schön finde, aber deine GTA Stream ist besser. Ja, bisschen Abwechslung muss ja auch sein, ne? Aber da liegt eine Tasse. Da liegt auch eine Tasse. Das nächste Mal dann wieder geht ja. Schreib ins Buch. Gib mir ein Zeichen. Nicht du. Falscher Geist. Ich bin echt am struggeln. Ich finde keine Fingerabdrücke, aber ich habe auch keinen EMF-5-Ausschlag. Mare kann es nicht sein. EMF-5. Perfekt. Tschüss. Ja, Salz könnt ihr noch machen. Ich traue mich aber nicht. Salz geht sich schon noch aus, oder? Geht sich das aus? Nein. Auf jeden Fall ist es ein Chin. Jan, danke nochmal für 10 Euro. Wieder Minecraft. Minecraft, ja, stimmt. Minecraft war schon lange nicht mehr. Minecraft? Welle. Der
Ja, ich muss alles allein machen, weil er immer stirbt. Oh, ein Hase, bist du da? Soll ich die Räucherstäbchen nochmal machen? Dann schmeiß den Hasen. Ich mag aber nicht. Aber okay. Ist sie aggressiv? Sie wird gerade aggressiv. Mag nicht. Okay. So. Dann machen wir das. Hehe, du blöde Kuh. La 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 la. So, bist du da? Okay. Ich habe alles abgearbeitet. Bist du stolz? Okay. Der Geistertyp ist ein Djinn. Ja? Genau. Weil das war EMF. Hier. Den mache ich jetzt zu. Schau, wie ich alles geschafft habe. Kannst du einem Fahrempfänger ein Auto empfehlen? Ich habe leider selber noch immer kein Auto. Ja, schlecht. Hallo. Schau, wie viel Geld wir gekriegt haben. Bist du deppert? Ja, ja, und ich schreck jedes Mal ab. Ich weiß nicht, warum. Es ist so witzig irgendwie. Ja, du versteckst dich halt immer in irgendeine Ecke, anstatt dass du in dein Zimmer reinschwindest. Nein, er versteckt sich in einer Ecke. Ich gehe in ein Zimmer, ist das Problem. Ich gehe in ein anderes Zimmer. Nein, nein, du musst in ein geschlossenes Zimmer gehen. Du musst die Tür zumachen. Achso, ich muss die... Ach so. Das habe ich vorher auch schon erklärt. Ich dachte, in ein anderes Zimmer. Ja, ist... Ich dachte, bei Tür zumachen, wenn ich in einem Schrank bin. Nee, nee, auch ach in ein so anderes Zimmer. Das ist immer das Gescheiteste. Natürlich nie bist du ach ganz. So. Du bist nie ganz sicher und deswegen sage ich auch immer, wenn du merkst, ja, er macht die Tür auf, jetzt verstehe sofort ich wieder zumachen. Jetzt verstehe ich, ja. Jo. Mhm. Okay, dann gehen wir weiter. Warte nur, nächste Runde ist er wieder in der Ecke. Nein, die sitzen mit der Karte drauf. Also die geht's dann bei mir nicht, die Bildschirme. Sind dein Kopf, normal. Urwitzig, dein Kopf ist wieder in der Wand gesteckt. Jedes Mal, wenn du reckst, ist dein Kopf irgendwie in der Wand. Ja, da gehört auch hin. Da gehört auch hin. Du? Na, du darfst dich zu offen verstecken. Ich habe schon verstanden, du musst die Tür zumachen. Ich dachte, ich kann in einen anderen Raum gehen, da verfolgt er mich nicht mehr, aber das macht ja auch keinen Sinn irgendwie. Möchtest du Prison? Ich werde ready an sich. Ja, nee, das ist schrecklich. Also Prison. Bitte kein Prison. Nee, kein Prison. Alles noch nicht Prison. Bereit. Achso. Wir machen jetzt Prison. Wo geht's denn jetzt hin? Okay. Bitte kein Prison. Wir gehen jetzt Prison. Der Noob Kurti. Ja. Oh, Prison, was kriege ich Prison, Alter? Muss das sein? Ja. Das ist nicht lustig. Der Michael Miller, schau. Ja, wo ich gerade passiert sogar mal. Ich helfe dir nicht, ne, wenn du drauf gehst. Ja, und? Musst du dann allein du weiterspielen? Ja. Ja, muss so, wo ist der? Der ist oben. Hey, hallo. Wir müssen schauen, wo der ist. Ja, der ist oben. In einem Eckelzimmer neben der... Ist das hier, dass das der erste... Ich weiß wo. Ich weiß wo. Warte mal, da gibt's aber... Ah, da oben. Ich weiß wo. Gehen wir hier rechts rauf und dann oben. Mhm. Natürlich. Ich sag alles außer Prison und nee, Prison. Nee, Marie, kannst du mir ruhig schauen. Wie lange streamt ihr beide noch? Ich weiß es nicht, so lange es noch, Leute. Hast du die Real Life auf oder so? Oh, das ist eine dumme Frage. Das fragt man nicht. Brille. Ich bin Zwilling. Ich will ich gar nicht sehen, aber ich habe keine Brille auf im Real Life, außer meinem Bändchen. Beste Antwort. Weil ich sehe sonst gar hallo nichts. Ich habe, glaube ich, minus 6 Dioptrien, sowas im Endeffekt. Minus? Das heißt, wenn ich keine Brille auf habe. Nee, du hast noch nicht 6 Dioptrien, oder? Was habe ich? Sicher. Hast du nicht 5, irgendwas? Derzeit,
Na, na, ich hab derzeit auf beiden. Ah, ich hab 5 irgendwas. Okay. Wir sind beide blind. Mhm. Wir sind beide blind, ja. Deshalb Kontaktlinsen und ja. Sonst könnte ich auch nicht mit dem Hund streamen, glaube ich. So, Weil mit Brille geht das ein bisschen schwer. Wir müssen da nach hinten, glaube ich. Achso, wir sind schon oben. Das, in dem Raum müsste es sein. Da. Ja, dann schau, wenn es da drinnen ist. Ich glaube nämlich nicht. Warte mal da vorne. Mein Gott, Kurt! Ich habe schon wieder eine Orientierungsstörung des Todes, ne? Ich habe eine Orientierungsstörung. Ist da vorne dann. Hallo. Da läuft ein Wasser an. Ja, egal, ich bin Strom. Da ist es nicht. Hä? Ja, ich weiß, ich dachte auch da. Ja. Die Map ist immer urscheiße, ich kenne mich nie aus. Ja, deshalb wollte ich hier auch nicht spielen, weil es schrecklich ist. Oh nein, lass mich nicht. Halt mal jetzt! Halt mal jetzt! Es ist da hinten links, muss es sein, irgendwo. In welchem Klo? Jawohl. Da geht der Wasserhahn. Perfekt. Mach mal aus die Kacke. Das nervt. Ja, wo ist die Kacke? Ist er schon durchgedreht oder wo? Der dreht schon auf 3. Wir brauchen. Da ist er. Du warst ja da drinnen. Was ist mit dir? Ja, ich habe nicht gesehen da hinten. Mein Gott, Kurt. Mein Gott, Kurt. Mein Gott, Kurt. Oh, das sind Handschellen. Darf ich dir die anlegen? Okay. so, ich wäre jetzt bereit, tatsächlich zu sagen, dass er hier ist. Streichel Xyren von mir, bitte. Das finde ich ziemlich weird, bin ich ehrlich. Einen wunderschönen guten Kloabend. Oh, Alter, wunderschönen guten Arsch. Ich weiß, dass es nicht so schlecht ist, sich hier drin zu verstecken, ne? Merke ich gerade. Ich bin ein Wischmob. Der Wischmob, Kurt? Ne, ohne Scheiße verstecke ich mich im Klo drin. Ja, da kannst du dich auch verstecken. Deswegen sind die Türen ja da. Du kannst die zumachen. Ja, deshalb ist es auch gut, dass der hier im Klo ist. Warte, mach mal auf, vielleicht scheißt der ja gerade. Da draußen sind tatsächlich 5 Grad. Jetzt sind es 10. Never mind. Aber man sitzt ja da wirklich auf so einer Toilette. Da sind 10. Vielleicht hat er einen Reizdarm, wir wissen es nicht. 9. Heute besteht der ganze Stream aus einem großen Reizdarm. 10. 11. 10. Hallo. 7. Wo bist du? Hast du dein Gerät dabei mit den Fragen? Nee, ich habe gerade nur das Thermometer dabei, weil ich schaue, wo das ist. Ach so. Da drin hat 6 Grad. Ist gar nichts anderes dabei. Da hat's 9. Ich bin verwirrt. Schau, ob ich da was finde. Du musst Licht ausmachen dafür. Einmal hat 7 Grad, dann hat's wieder 10, Alter. Kann man das bitte wer erklären? Jetzt hat's 13 Grad. Okay. Da ist das Licht ausgegangen da drin. Wo? Da drin. Er ist im Klo, ich sehe es. Ja, gell? Okay. Dann kannst du dich da drin doch nicht verstecken, ne? Ach, doof. Ich sag doch, der ist am Klo, der Scheiß hier irgendwie. Geht's nur bis 2? Hat der die ganzen Türen jetzt aufgemacht? Ja. Na, das war ich, weil ich schauen wollte, ob der da drin sitzt. Okay. Ich dachte schon. Funny joke. Ja, aber jetzt so hat's irgendwie da wieder 11 Grad. Ne, jetzt hat's wieder 4. Okay, dann ist es da. Schau mal dann einfach da. Ich sag doch, hier ist es. Okay, warte mal. Ich schau doch mal, ob der hier irgendwas Spuren hinterlassen hat. Eine Klotür. Du musst das Licht dafür ausmachen. Oh mein Gott! Das war ich. Warst du das gerade? Ich hab's Licht ausgemacht, ja. Du siehst ja sonst die Spuren nicht, meine Güte. Ja, sieh jetzt immer die Spuren sonst. Ey, wartest du vielleicht auf mich? Ich hab Angst. Hallo? Ja, dann tu bitte sprinten. Ich weiß nicht, was du machst. Ich sprinte die ganze Zeit schon. Du bist so langsam. Nicht langsam, du gehst halt immer vor, das ist das Problem, warum ich immer drauf gehe. Weil du mal vorgehst und mich immer im Stich lässt. Weil ich eine gute Reaktionszeit habe im Gegensatz zu dir. Ja, und die Tür machst du auch vor der Fresse zu, von wegen. Warum machst du da eigentlich die Tür immer zu? Wir sind. Ach. Okay, also ich habe keine Fingerabdrücke gefunden. EMF ging auf 3 oder 2 maximal und das war's schon.
Es kann halt immer später wieder hochgehen, gell? Das heißt nie, dass es ausgeschlossen ist. Mhm. Ich weiß, ja, ich weiß. Ist ein bisschen blöd trotzdem. Ist ja ein lustiger Name. Kannst du wieder Black Ops 2 spielen? Brötchen, da ist das Game so zerhackt, da kann ich nicht mehr zocken. Leider, ich liebe BO2, aber es ist so zerhackt, vor allem auf PC, das kannst du vergessen. Weißt du was, ich nehme sonst eine Kamera mit. Ja, nimmst du das Ding und ich nehme die Kamera. Ich kann das Ding nicht nehmen, ich bin wegen Orbs. Oder brauchen wir ein Foto, weil dann... Ne, brauchen wir nicht, sonst tue ich das weg. Ich nehme das Buch mit. Orbs. Orb. So. Gott, Gemma. Wobei, warte, nimm was von der Liste sonst, auch egal. Ja, hä, was redest du? Nee, wir müssen... Nee, alles gut. Alles super. Weil wenn du stirbst, muss ich sie wieder allein machen. Ich verstehe nicht, warum du immer so schnell bist, im Gegensatz zu mir. Komm, aber jetzt geht's. Leute. Geräusche bei links. Ach, du bist aber schneller. Schau dir das an. Das ist, du hast doch, weil du sicher mehr aufgelevelt bist, bist du schneller als ich. Ich glaube nicht. Ich wüsste nicht, wieso. Stell mal das Ding hin. Hier ins Klo. Okay, ich lass mal lieber Licht an, ich habe Angst. Ja, der hat schon wieder die Kacke angemacht. Was hat er angemacht? Hallo. Ah, jetzt. Geh mal raus kurz. Der hat beiden angemacht, der läuft gleich über. Hm. Dann machen wir mal Licht aus, ja? Ja. Geh du musst rausgehen, bitte kurz. Genau. Ja. Wo bist du? Danke. Was hat er gesagt? Er ist da. Wo bist du? Hier. Okay. Warte mal, Geisterbox hat er so aktiviert. Ne? Ja. Geisterbox, jawohl. Haben wir noch was, Naga? Gib uns ein Zeichen. Bleib drin, wenn ich das frage, weil deswegen frage ich ja. Genau, ja, jetzt geh weiter rein. Geh weiter rein. Geh bitte weiter rein. Da geh ist zum Waschbecken. Das Gefühl. Zum Waschbecken, geh mal dahin. Gleich? Okay. Hm. Wie alt bist du? Aha. Da hinten hat sich die Tür bewegt. Jo. Schreib ins Buch. Gut, geh mal weiter. Hör mal auf, da alles aufzudrehen! Schreib ins Buch! Schreib ins Buch! So, geh mal. Bitte, lass mich jetzt mal vorgehen, ja? Wir müssen laufen des Todes. Hallo, lass mich mal... nicht. Komm her. Die Tür ist immer zu, wenn er huntet. Merkt ihr das? So, und jetzt? Komm her. Komm. Je weiter hinten du bist, desto besser. Lieb. Er schlägt aber nur 4 auf maximal. Das macht er immer. Das macht er immer, wenn er huntet. Das ist egal. Das ist völlig random, okay, weil dann schlägt alles aus. Das kann nicht sein, oder? Höchstwahrscheinlich nicht. Höchstwahrscheinlich nicht. Das kann aber immer sein. Aber lass mal liegen. Okay, irgendwo Orbs sehen. Linux, dankeschön für 1 Euro. Feier dein Content, kannst du mich grüßen. Heiße Thomas. Ich grüße dich, Thomas. Orbs. Sehen wir hier irgendwo Orbs? Ein Orbitalsatellit vielleicht? Na, Klo, ah, hier.
wir im Orb sehen. Siehst du irgendwas? Ja, du musst oft warten. Aus. Aber ich sehe bis jetzt nichts. Ja, auch nichts. Komm mal weiter, vielleicht wieso? Irgendwo. Na. Wieso machst du das? Auf den. Why are you doing that? Also ich sehe nichts. Ich auch nicht. Ich habe jetzt die UV-Lampe mit. Ja, die UV-Lampe hast du. Okay, was steht denn da noch? Räucherstäbchen? Wenn sie es bei dir... Das heißt, dass wir haben Geisterbox hat aktiviert. Ja. Dann im F kann es nicht sein. Das heißt, es kann es nur kann Fingerabdrücke schon sein und... Geisterbuch und Fingerabdrücke, kann es noch sein. Weißt du warum? Weil beim letzten Mal hat er auch ganz am Schluss erst die 5er ausgeschlagen. Deswegen kann es schon sein. Aber... Okay, dann nehme ich das mit. Ja. Ich weiß nicht, ob bei dir Räucherstäbchen sich... Doch, die Räucherstäbchen. Genau, ich nehme das Feuerzeug mit, ich habe Platz. Dann nimmst du die Räucherstäbchen und dann tausch mal. Okay. Ja. Okay. Perfekt. Wir können leider, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir jetzt Sanity Pill nehmen, weil wir müssen unter 25 kommen. Deswegen. Was müssen wir? Also, ja, dann nicht. Ja. Dann sterben wir halt. Nein, wir machen das so. Wir machen das einfach so. Hat der Geist einen Reizdarm oder warum ist er auf dem Klo? Ja, ich schätze mal. Ja, ich habe doch gesagt, dass wir jetzt dann da drin. Falsches Essen gegessen oder sowas. Iro Laxarus, danke schön für 1 Euro. Grüß ihn raus. Ich weiß nicht, wie lange ich schon. Der Grafik ist bei mir auch. Hashtag Twitter mal. Okay, wüsste ich nicht. So. Ich komme mit meinem Feuerzeug hier, ganz romantisch. Das wusste ich natürlich nicht, lieber Jonas. Handel der Tieflader, danke für 1 Euro. Der Tieflader kann vielleicht alles machen. Dann die Concussion, Handel der Tieflader. Machst du direkt die Räucherstäbchen? Jetzt schon, okay. Ja, direkt. Ich gebe dir Scheiße. Komm. Ach. Ich bin tot. Und das passiert, wenn man versucht, den Kurt zu beschützen. Boah, ist das fett. Ich habe ihn nur beschützt. Damit er diesmal nicht stirbt. Hat er die benutzt? Wieso geht er jetzt direkt? Ich schwöre dir. Er ist so dumm. Wieso hat er jetzt keine Reb... Was ist das? Relabert er? Hat er sie benutzt? Er kann sie ja gar nicht benutzen ohne Feuerzeug. Ja, ich gehe da nicht mal rein. Ich will da einfach nur raus. Alleine mache ich das nicht, Alter. Ich kann das mit dem Räucherstäbchen nicht machen, weil sie das Feuerzeug hat. Dann musst du das Feuerzeug ja nehmen, doch, du kriegst es. Ich mach das sicher nicht mit, Alter. Ich mach das. Guck dir die Pussy an. Raten. Ich hab keinen Bock mehr. Nee, ohne Scheiß. So eine Pussy. Ich hab gesagt, bitte nicht Gefängnis. Ja, geh mal Prison. Ja, geh mal Prison, natürlich. Aber 5%, der hat mich fast aufgegessen, der Geist. Ich würde schauen, wie da nochmal ein Geisterorb sind oder irgendwas, aber ich glaube nicht. Ich rate hey, Leute. Jetzt mal. Nein, mach. Ich schätze mal... Es ist ja alles oben, was wir brauchen. Geisterbox haben wir, Geisterorb haben wir nicht. Guck, ich spiele weiter, er nicht. Er ist voll Fahrt. Urfahrt. Geisterorb würden wir aber hundertprozentig sehen in dem Screen hier vorhin. Das wäre... Also Geisterorb könnte ich schon mal komplett ausschließen. Oh, Knopfkopf, dankeschön für den Euro. Doch, ja, Leute, ich gehe da nicht mehr hoch, das Feuerzeug holen. Auf gar keinen Fall schleiche ich mich da nochmal rein in das Haus. Das ist so riesig, ich mache das nicht alleine. Jetzt haben wir die ganzen Sachen verloren. Ist hier vier Leute ausgegangen, wir gehen zu zweit rein und dann alleine. Nee, danke, Bruder. Ich schätze mal, Geisterort kann es nicht sein, da müsste es Geisterbuch, Fingerabdrücke, da müsste es Spirit sein. Bin ich mir sehr sicher. Habe ich sogar auch eingeben. Dandel! Hörst du mich? Gescheißen! Es ist höchstwahrscheinlich ein Spirit.
weiß es zwar nicht, aber ich gehe da nicht mehr rein. Für kein Geld der Welt gehe ich nochmal in dieses scheiß Gefängnis. Wow, Erik. Weil alles Props andere haben, können wir ausschließen an sich, weil Orb sehen wir, das ist schon mal komplett ausgeschlossen. Hm. Eben F-Ebene geht auch nicht, dann können es nur noch die zwei Sachen sein, was ich mir denke. Warte mal, was haben wir noch? Ja, wobei Geisterbuch sagt er auch nicht, ne? Eben F-Ebene 5, was wär's denn dann? Ja, funktioniert gar nicht, eben F-Ebene 5, okay. Kann eigentlich nur noch Geisterbox haben wir ja schon, Fingerabdrücke. Christian Giesbrecht, danke schön fürs VIP werden. Herzlich willkommen. Geisterbuch. Ein Spirit, weil die Friertemperaturen geht nicht. Schreibt sie mal alle rein. Würde noch gehen, aber nee, die geht auch nicht. Dann hätten wir eigentlich Angst Kurti. Jetzt mal rüber und schreibt Angst Kurti. Weil man Angst hat. Warte mal, ganz kurz, habe ich nur irgendeinen Fehler. Fingerabdrücke, ach, das weiß ich jetzt nicht. Ich hab's jetzt Fingerabdrücke. Vielleicht wird die Fingerabdrücke eben F-Ebene, wir wissen Uni eben F-Ebene. Aber ich sag jetzt einfach mal Fingerabdrücke, weil das ist das, was wir am wenigsten geguckt haben. Mhm. Gut, ich bin mal ready. Ich schaue jetzt mal, ob's richtig ist, wenn nicht, aber geh dafür kein Geld der Welt mehr rein. 187 Straßenbande, danke schön fürs VIP werden. Auch dir herzlich willkommen. Schauen wir mal, was das war. Ja, war eh klar. Ein Poltergeist. Ja, ich habe alles verloren und $15 kriege ich, nur weil du zu viel Angst hast, weiter zu recherchieren. Ich also gehe da nicht rein. Ich habe dich extra beschützt. Ich habe dich extra beschützt. Hätte ich das gewusst, hätte ich dich wieder sterben lassen. Echt. Ja, weil ich wäre wieder rein. Ich hatte Angst. Ich hatte Todesangst da drin. Hör mal zu, es war alles schon oben. Hör mal zu, es war alles schon oben und bereit. Du hättest nur gucken müssen, hat er ins Buch geschrieben, Fingerabdrücke und die Räucherstäbchen, das war's. Ich war bei 5, ich war bei 5%. Ja und? Ich wäre ja nicht mehr reingegangen. Ja, aber du hättest die Sanity-Pill nehmen können und wieder rausgehen können. Also du bist selber schuld, wie du mich... Aber eigentlich bist du selber schuld, weil ich gesagt habe, alles nur nicht Prison. Da bist du selber schuld jetzt. Ne? Gut, dann verlasse ich jetzt und somit war es das mit dem Stream heute. Weil ich bin ja schuld. Wir machen noch eine Runde. Wir machen noch eine Runde, komm, eine Runde machen wir noch. Bitte, eine Runde. Bitte, Kurt, bitte. Bitte wegen Buchbüchern. Mach noch eine Runde. Kurt, ich habe deine Frage wegen Buchbüchern. Kurt, noch eine Runde. Ich habe eine Frage. Komm, wir machen eine Runde noch. Komm. Die machen wir noch nicht. Ich muss alles wieder einkaufen, weil ich mich für dich geopfert habe. Nur damit du dann nicht nachschaust, was los ist. Mein Gott. Ein Level 128. Ja, ich habe mich für dich geopfert. Das ist. Ja, ich habe erst das Geld jetzt wieder gekriegt, weil es war alles weg da. Das, ja, ist so. Ich bin nämlich das letzte Mal uroft gestorben. Weiß nicht warum. Ja, schau mich an. Was ist mit dir? Ja, was soll ich sagen? Ja, wenn du mich nicht hättest, du. Tja, was haben wir da? Was brauchen wir jetzt noch? Ja, wenn ich dich nicht hätte, würde ich gar nicht sterben hier. Dann würde ich gar nicht sterben. Was redest du? Ja, dann probieren wir es aus. Ich verlasse jetzt die Lobby. Ich habe einfach probiert, da nicht reinzugehen. Ich verlasse die Lobby jetzt und dann schauen wir, ob du das alleine schaffst, ja? Na, eben nicht. Eben nicht, alles gut. Genau. Ich sag ja gar nichts mehr. Starke Taschenlampe habe ich jetzt. Was soll das? Salz nämlich zwei mit, weil du die immer ausgibst. So. Alter, was ist denn das für ein scheiß Korn? Ah, Prison machen wir. Ich habe gehört, wir machen Prison. Ja, dann mache ich da mit dem PC aus. Dann fahre ich den Weg runter. Da fährst weg. Alter, was ist das für ein scheiß Basketballkorb? Ich fahr jetzt. Du bist scheiße, du. So bereit. Ich fahr jetzt. Ich fahr jetzt weg, gell? Ja. Ich geh jetzt. Blue Phoenix, danke schön für 3 Euro auf einen geilen Stream. Bist die beste Lieblings-YouTuberin. Oh, danke schön, fühle mich geehrt. Sogar ein Mädchen. Was? Jetzt habe ich das nicht lesen können. Chat ging gerade hoch. Bei ihm schreiben alle Angst, Kurti. Schreibt bei dir alle Angst, Kurti, rein. Guck mal, was ist denn da gerade passiert? Ja. Ja. Warum denn? Du, wo ist denn die Taschenlampe? Hoppala. Schaut so aus, als hättest du jetzt eine schlechte Taschenlampe. Warum krieg ich die schlechte? Was soll das?
Was ist denn die schlechteste Assoe-Idee? Ja, super, danke, wirklich. Wollen wir tauschen? Na. Stirbst du als Erster? Na, nicht das Haus, sag ich immer drauf. So. Schau, es passt nichts, was ich mache. Einigen Sie den Bereich, der William. Mit Räucherstäbchen. Der William Anderson. Wie? William Anderson, der sieht immer gleich wieder, ist doch unglaublich. Bitte Kurt, es reicht. Ich hab ne Scheiße. Ich herrsche wieder nix. Was William wegen mir? Anderson. Du kannst dir selber ja, auch Sachen kaufen. Du. Arsch. Hallo. Ja, du sagst dir nichts, dass ich so eine scheiß Taschenlampe krieg. Ich hab. William es war Anderson, erst. Ach, weißt du, der ist William so undankbar, Anderson, der Mensch. William Anderson, William, so undankbar. William. Ich fahr jetzt. Scheiße. Ist hier ein Herr William Anderson? Ein Herr William. William Anderson? Sind wir in der Anderson City? City Hall Anderson? Prinz William? Adlerson? Madame. Achso. Ach Herr Anderson? Herr Gigi Anderson, sind Sie hier? Herr Hesselhoff? Herr Hesselhoff! Gigi Anderson, hallo? Macht Sie das mit hier? Angststandel macht keinen Sinn. Ich gehe rein alleine. Gurdel nicht. Eine Voodoo-Puppe. Hallo, nach oben geht's. Es geht nach oben. Oben hat's ausgeschlagen. Was laberst du? Du musst hoch. Oben schlägt er aus. Wo der schlägt er aus? Der ist oben, der Typ. Schon wieder oben? Du bist eine bezückende Frau, bist du, Herr William Anderson. Bezückend. Entzückend. End- und bezückend. Ich gebe mal. Und wo ist Herr da jetzt Anderson? Was? Hallo? Ja, hier hat er aufgeschlagen, ganz kurz. Wegen dem Herrn William Anderson. Sind Sie am Scheißhaus gestorben? Hallo? Okay. Ja, nicht das erste Mal. Bei dir war es eh, ne? Jetzt Herr reißt sie mal auf den Klo. Du da, hallo? 8 Grad, 9 Grad, 12 Grad, Minusgrad, 4 Grad, Minusgrad. Habe ich einen Hauch? Ja, Gefriertemperatur. Ja. Da ist es. Gefrier. Okay, wir haben einmal Gefriertemperatur, dann hier ist er. Gib uns ein Zeichen. Achso. Na, lass mir mal Fingerabdrücke suchen, Prinzessin. Dann mache ich das Licht aus. Darf ich in der Zwischenzeit was holen? Nein, du bleibst da. Warum lässt du mich alleine und ich sag nein, du bleibst da? Was soll das? So gehe ich immer drauf. Ja, ich möchte nur Sachen holen, meine Güte. Ja, ja. Da komme ich mit. Aber sicher nicht, du lässt mich das sicher nicht allein da drin im Haus. Mit Herrn Gigi Anderson. Der kommt dann noch so und schreit mir noch ins Ohr. Ja, ja. Man kennt den Gigi, ne? Toxic, können wir mal zusammen zocken oder mal reden? Warum haben wir 3 Videokameras? Das hast fix du gekauft. Ich habe gar nichts gekauft. Das warst du. Ich habe nichts gekauft. Ich habe keine Videokameras gekauft. Das ist ja das Lustige. Ja, ich habe auch nicht. So, nimmst du, warte mal, Der Chat ist Zeuge, ja. Was nehme ich? Es hat ausgeschlagen, also das nehme ich noch mit. Okay. Und die, Kamera vielleicht. Ach so. Na, warum soll ich habe keinen Platz mehr. Ja, dann mach ich es halt. Mach alles. Musst du mitnehmen. Zack, Toxic, ich bin ab und zu mal auf dem Discord, aber nicht allzu oft. Dort, talk ich oder schreit manchmal mit meinen Dudes. Isuf Gamer Pro, Servus, spiel mal die Beta von. Wir sind schon in der Beta. Ja. Also wir spielen schon die Beta von. Also wir spielen nicht die offizielle oder so. Weil das hat mir schon Schande letztes Mal gesagt, dass wir die Beta zocken sollen. Wir haben schon im letzten Stream die Beta gezockt. Weil die halt heftiger sein soll. Mir ist aufgefallen im letzten Stream. Wo bist du? Aha, danke für die Antwort. Lass mich doch nicht um. Ich will nur das Licht ausmachen, meine Güte. Schau, wie er Angst hat. Angst, Kurti. Und jetzt lass du mich nicht alleine. Komm wieder her. Ja, aber ist auf der Treppe. Der ist auf der Treppe hier irgendwo. Wo bist du? Das haben wir. Geisterbox, away. Keine Ahnung, wir sollen uns verpi...
Wir sollen uns verpissen, glaube ich. Der geht durchs Haus. Der war hier unten jetzt wieder. Der läuft durchs Haus durch. Ja. So, Geisterbox haben wir. Was gehört? Das heißt Geisterbox und Gefriertemperatur. Genau, jetzt brauchen wir nur mehr eins. Wunderschön. Also wir schauen jetzt noch, ob er Orbs hat. Christian von Daniel, grüß mal den Christian von Daniel, auf alle Fälle. Daniel? Hör mal, bitte. Geisterbox, Geisterbuch, Gefriertemperaturen und vielleicht ein Orb. Orb sehe ich keine. Mach's Licht aus. Aus. Ja. Ja, auch kein Orb. Ich sehe keine, Orbi, dann nehme ich. Ist ein Orbital, nehme ich das Buch mit. Ein Orbi. Och Menno, ein vor Orbi. Och Menno. Das ist kein Orbi. Also eins hin. Du sitzt mal vor und ich schaue mir das hier an. Nee, du kommst schon mal wie Mette auf mir. Da sieht man, auf wen er Mette ist und auf wen nicht. Ne? Ich habe gerade Sanity Peeling genommen, aber ist okay. Ich habe weniger gehabt. Ach, deshalb. Also dann, ja. Dann nehme ich die. Ja, moin, dann nehme ich auch. Nimmst du wieder alles mit? Dass die mich alle hassen, die Geister. Ja. Okay, Räucherstäbchen machen wir dann am Schluss. Ja. Angst, Kurti? Ja. Angst, Kurti? Ich habe wirklich Angst. Bei mir schreibst du rein, Angst, Kurti. Feind, Drohne online. Hallo und herzlich willkommen bei Ihrem TT Anderson. Hallo. Ist okay, wenn ich mich hier hinsetze? Schreib ins Buch. Oder macht sie das Matt, wenn ich hier sitze? Weiß ich nicht. Hier ist Gefriertemperatur. Bitte schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Gib mir mal das UV-Ding. Das? Ja, gib mir mal das UV. Na, das UV. Hoppala, falsch. Jo. Haben Sie einen Orbitalsatellit? Ist der am Scheißhaus? Sind Sie verheiratet? Herr Anderson, ich bin hier. Herr Anderson, sind Sie ledig verheiratet? Haben Sie Kinder? Also macht das Ding mal an. Haben Sie Kinder? Hast du Kinder? Bist du da? Also ich sehe nichts. Wo bist du? Das funktioniert so nicht, ich muss weg. Wo bist du? Warte. So. Wo bist du? Er ist close. Er ist sehr close. Aber er hat da drin geblinkt. Im Klo. Im Klo? Ja. Ist der schon wieder scheißen oder was? Ne, ich glaube, der geht oft scheißen. Wir gehen all unsere Geister irgendwie scheißen heute. Unglaublich. Ich probiere mal was, weil das Klo die ganze Zeit blinkt. Aber, also, jetzt gehen wir ins Klo rein, ja. Warte, ich gehe auch mal ins Klo. Ah! Schreib ins Buch! Ich frage mal, wo am Klo ist. Bist du am Klo? Wo bist du? Wo bist du? Mach nochmal aus. Wo bist du? Boah, der ist schon wieder weit weg, der Arsch. Wie heißt du? Wie alt bist du? Magst du Kuchen? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie heißt du? Magst du Gummibärchen? Bist du hier? Bist du hier? Ist irgendwie streut er im Haus rum, glaube ich. Ja. Magst du Kuchen? Schreib ins Buch. Wie
Wie alt bist du? Oh, lass mir was probieren. Lass mir was probieren. Würde mich jetzt interessieren. Wo bist du? Wo bist du? Nee, der ist da. Gesehen, wie ich weggelaufen bin. Beeindruckend, oder? Müsste ich sagen, ganz ehrlich. Beeindruckend ist das. So. Oh, guck mal. Ah, ein Knochen. Ah, schön. So. Hoppala. Hoppala, scheiße. Jetzt bin ich total hin. Boah, sie sind immer so matt. Ciao. Jetzt schon wieder ein Stofftier. Hallo. Ich habe die Kamera jetzt anders hingestellt. Natürlich habe ich sie perfekt hingestellt, dass ich... Geisterorbs! Wir haben... Ich hab die Kamera einfach anders positioniert. Da rechts sind die Orbs. Ist ja auch arschig, ne? Entkommen sie dem Geist während einer Jagd. Bin ich schon, aber wird natürlich nicht gezählt. Bist du noch da? Soll ich die Räucherstäbchen machen? Dann wirf den Bären. Nicht? Wenn ich es nicht machen soll, dann wirf den Bären. Okay. Hast du alles eingeben? Okay. Ja, ich habe mich wirklich versteckt. Ich hab mich wirklich versteckt jetzt. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich hab die Türen zugemacht. Hast du mich gesehen? Ich bin weggelaufen vor ihm. Er ist zuerst mir nachgelaufen und ich bin dann um die Kartons herum und dann ist er nach dir gekommen. Alter, wirklich. Du hast ihn zu mir gelockt, danke dafür. Nein, habe ich nicht. Wir waren beide im Raum, aber er wollte erst mich snacken und deswegen bin ich weggelaufen. Alles klar. Tja, ich sag gar nichts dazu. Hat kein Bock mehr, gell? Ja. Ja, was ist denn da los? Sag einmal, was ist da gerade passiert? Ich sitze wieder so auf die Couch. Ja, und lass es einfach passieren. Lass laufen. Ja.
Ich lasse jetzt laufen, ja. Ich lasse die nächste Mal wieder ohne Brille. Mit Brille wird das nichts. Mit Brille ist bei mir nicht gut. EMF5 hat man immer, wenn er huntet. Das ist aber kein Beweis dafür. Das ist passiert immer. Na, EMF4, EMF... Wer hat nicht EMF5? Der hat EMF4 ausgeschlagen. Nee, wenn er huntet, tut er immer raufschlagen. Auch da macht er nicht auf 5. Nicht mal da auf 5. Keine Ahnung. Immer nur 4, wenn er ausschlägt, wenn es nicht ist. Ja. Ja, gut. Leute. Ich stumm dich mal. Ich würde sagen, das war's für heute. Warte mal, du kannst mich stummen. Achso, oder ich stumm dich. Ja, das geht auch. Ja, ich muss dich auch. So, jetzt hören wir ihn nicht mehr. Gut, leider. Dann machen wir jetzt die Durchgrüßrunde. Ich schaut's mal rein. Oder eine Fragerunde, je nachdem. Könnt ihr auch gerne Fragen stellen und dann beenden wir das Ganze. Andl ist lost, wieso Andl? So. Theresa Wilde grüß ich, Fabian Schwarz grüß ich, Bro grüß ich, Kailand02 grüß ich. Welche Haarfarbe? Ich bin so blond-braun. Dekasa grüß ich, Diana Bernd grüß ich, Testogramm grüß ich, Partywolf HD grüß ich und deine Katze Rio. Wo habt ihr euch kennengelernt? Wo? Wo haben wir uns das erste Mal gesehen? Ich glaube, im Shopping Center haben wir uns das erste Mal getroffen. Bin mir nicht ganz sicher. Shopping Center oder bei ihm zu Hause? Ich weiß es nicht. Durch Freunde haben wir uns kennengelernt, auf jeden Fall. Binking grüß ich. Lennox grüß ich. Marlon grüß ich. Max Leon grüß ich. XXPizzaXX grüß ich. Sophie grüß ich. Sebastian Farbig grüß ich. The Toxic Lion grüß ich. XXGamerinX grüß ich. Kombo-Strafe grüß ich. Ich kann versuchen, öfter zu streamen. Ja, ich weiß, ihr sagt es immer, ich soll öfter. Kiran grüß ich. Brötchenbuttern grüß ich. Zuckerwaffel grüß ich. Christian Giesbrecht grüß ich. Danke nochmal fürs VIP werden. Matthias Hachinger grüß ich. Xion Fan 2017 grüß ich. Lukas Lusen grüß ich. Hast du mal vor, dich zu zeigen? Zurzeit nicht, nein. Adam grüß ich. Laser X grüß ich. Brawl Stars Brawl grüß ich. Isabel Horsch grüß ich. Tobias LT grüß ich. O'Neilly grüß ich. David grüß ich. Julian on top grüß ich. Leali grüß ich. Christine grüß ich. Xionalilo Zuckerbrot Fanpage grüß ich. David Sonnenleiter grüß ich. Sonnenleitner, entschuldige. In welchem Land? Österreich. Jeremy Lenzi grüß ich. Irgendwann werde ich meinen Namen fix verraten, aber jetzt zurzeit nicht. Jaden grüß ich. Osel grüß ich. Finn Luca grüß ich. Nevio grüß ich. Tim Thaler grüß ich. Nike Fan grüß ich. Johanni grüß ich. David Schrank grüß ich. Knochen Alf grüß ich. Alpha grüß ich. Lul Lol grüß ich. Lost Gamer 2021 grüß ich.
Franzi, grüß ich. Butti Sushi, ganz nett. Momo, grüß ich. Xions Welpe, grüß ich. Erik Rabe grüße ich, Nick Loll grüße ich. Ich bin keine Krankenhauschefin mehr, ich bin nur mehr die Feuerwehrchefin. Habe ich abgegeben, weil es einfach zu viel war, zwei Fraktionen zu machen. Aber ich habe das Krankenhaus an einen sehr lieben und tollen weitergegeben. Und ja. Morgen streame ich nicht, nein. Vielleicht übermorgen. Könnt ihr ja mal dann unter den Kommentaren schreiben von dem Stream, was ihr gerne sehen wollt. Wenn es jetzt RLO ist, was ich da spielen soll. Vielleicht streame ich dann übermorgen. Genau. Gut. Strich LP grüße ich. 11 Crafting grüße ich. Black grüße ich. Und jo. Dann würde ich sagen, Fan 88 auch noch. Dich grüße ich, Zocker TV, Knuspriger Toast. Toxic Man grüße ich. Finn Kirchhoff grüße ich. Kurti der Autobus grüße ich. Und jo. Wie gesagt, einfach in den Kommentaren dann schreiben, was ihr gern sehen wollt. Und jo. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Hat mich gefreut, wieder online zu sein. Und jo. Würde ich sagen, sehen wir uns dann das nächste Mal. Ich hau noch einen Herzregen raus, ballert schön Herzchen raus und dann sage ich tschö mit Ö.